Ich bin offensichtlich nicht Daniel Schröckert, aber ihr seid trotzdem richtig bei einer neuen Folge von Kino Plus. Viel Spaß. Moin Moin, herzlich willkommen zu Kino Plus, heute in einer besonderen Runde. Zwar ohne Dani Schröcker, dafür aber mit einer ganzen Menge Themen. Und an meiner Seite Antje, hallo. Hallo. Und unser heutiger Gast, hallo Tom. Hi. Schön, dass du am Start bist. Schön, dass ich da sein darf. Und vielen, vielen Dank, dass du direkt unterbrochen. Wie unhöflich. Ich wollte mich einfach nur bedanken, ehe ich es vergesse, dafür, dass du auch mit uns vorlieb genommen hast und nicht auf Daniel bestanden hast. Das natürlich. Mich sehr. Also ich durfte ja für euch und auch für mich das Interview machen. Für Titane mit Julia Ducournau. Und da dachte ich mir, wie gesagt, kenne mich jetzt so gut aus mit dem Film und da habe ich schon Lust drüber zu reden, weil der hat einige Leute wirklich gespalten und das ist vor allen Dingen halt die in der Sneak Preview, wo ich da immer moderiere, aber das erzählen wir bestimmt gleich noch ein bisschen mehr dazu. Da wurde der Film nicht so gut bewertet. Ey, der spaltet auf jeden Fall, ne? Ja. Also ich kenne ja auch deine Meinung schon und wir werden heute natürlich ein bisschen länger über vor allem Titan von ihr sprechen. Mhm. Ihr habt Titan in der Sneak gezeigt. Ja, ja. Das ja, ist mutig, ja. Aber das, der lief in wirklich sehr vielen Sneaks, so wie ich mitbekommen habe. Krass. Hab. Kommt dann wahrscheinlich auch darauf an, gibt ja unterschiedliche Sneak-Vorstellungen im UCI Cinemax, aber ja genau in Programmen, genauso in Programmkinos. Mhm. Es gibt eine sehr, sehr schöne Seite, Sneak-Prognose, ich weiß nicht, kennt ihr bestimmt auch. Da sind im Nachhinein die Bewertungen immer sehr, sehr spannend. Also wenn da draußen, die noch nie jemand davon gehört hat, Sneak-Prognose, einfach mal eingeben und dann... Mhm. Habt ihr coole Sneak-Erfahrungen, also Sneak-Preview-Erfahrungen? Die geilste Sneak-Erfahrung, die ich habe, war, ich habe... am Abend den Film gesehen, den ich am Tag in der PV gesehen habe. Das war damals We Are Your Friends mit Zac Efron, dieser DJ-Film. Yeah. Ja. Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Sneak-Preview-Film. Ne? Also eine typische Art. Bei mir war es mal, wir haben uns immer so mit, weiß ich, 10 bis 20 Leuten getroffen, um halt in so Sneak-Previews zu gehen und haben uns vorher immer so 2, 3 Bier reingestellt. Und meistens kriegst du ja dann sowas wie eben Guardians of the Galaxy war zum Beispiel in der Sneak total cool. Das war eine Sneak? Das war in der Sneak, richtig krass. Also war viel Glück gehabt. Ne? Also wirklich eine Woche vorher dann auch, als ich noch keinen Zugang auch zu irgendwie Presseverführung hatte und so. Das war ziemlich cool und das ist ja auch dann ein klassischer Film, der dafür geeignet ist. Aber, Schnitt, irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Jahre später, war's Arrival. Und wir waren halt so mit 15 Leuten da. Und alles, also ich glaube, es waren nur Kerle so. Und dann hast du halt 2, 3 Biere drin, denkst halt, okay, es wird ein richtig spaßiger Abend. Und Arrival, ich lieb den Film ja. Ja. Am Ende saßen halt alle da, ich guck links und rechts und alle wischen sich so die Tränen aus den Augen. Das war wirklich die schönste Sneak-Preview-Erfahrung, Arrival da irgendwie zu sehen. Und mit den Jungs dann auch so viel zu sprechen, bei Menschen, von denen ich niemals erwartet hätte, dass die mal weinen würden. Also ich finde das Konzept Sneak Preview sowieso total schön, deshalb mache ich das eigentlich regelmäßig mit meiner Mama, habe ich aber glaube ich auch schon mehrmals erzählt, dass ich ihr nicht verrate, in welchen Film wir gehen. Also ich gucke im Vorfeld so grob, was könnte passen, aber sie verfolgt halt auch Trailer und so weiter überhaupt nicht. Und dann gehen wir in der Regel in den Film und bisher 99%ige Trefferquote. Das Einzige, was sie mir bis heute übel nimmt, ist Grand Budapest Hotel. Aber ist ein Mama Sneak, ja? Ja, ja, genau. Ich weiß, was wir gucken. Ich weiß, was wir gucken, aber ich mag es einfach, Leute zu überraschen und die komplett so ins offene Messer rennen zu lassen. Ich moderiere das ja beim UCI Lux am Mercedesplatz in Berlin, jeden Montag. Und da hatten wir schon verschiedenste wundervolle Geschichten da drin. Wie gesagt, Titane war eins davon, was halt so total verrückt war. Die Reaktionen, wir haben auch so eine Facebook-Gruppe mit, ich glaube, 300 Leute rum ungefähr. Und da wird dann natürlich auch mal hart diskutiert. Was war denn mit diesem Film? Und da von der ganze Spektrum dabei. Aber ich glaube, der beste Film, also ich glaube, das war der schlechtest bewerteste Film dieses Jahr. Abgefahren. Titan, ja. Und der bestbewerteste, es gab Buddy Games, ich glaube, die sind ungefähr eine Liga. Titan und Buddy Games sind eine Liga. Aber da sieht man auch direkt das Spektrum, das jetzt. Ja, total. Und aber zeigt ja eigentlich auch, sorry für die Zwischenzeit, zeigt ja auch Sneak Previews in dem IMAX-Kino, weil das ist ja, glaube ich, das einzig übrig gebliebene IMAX-Kino jetzt in Berlin. Leider nicht. Ja, okay. Also ich muss sagen, die Sneak läuft echt gut. Also die ist wirklich immer ausverkauft. Wir haben jetzt wegen der Corona-Regelung sogar 2 Säle. Und wie gesagt, der laufendste Film war jetzt, glaube ich,
ja, Riders of Justice, also hier Helden der Wahrscheinlichkeit. Mit Mads Mikkelsen, ja. Genau, der war, ich glaube, 8, irgendwas hat er gekriegt von den Leuten. Also das war, glaube ich, der best gemochteste Film. Sehr schön. Ey, du machst ja super viel, ne? Also wie gesagt, du hast ja für uns das Interview geführt zu Titan. Dankeschön dafür schon mal. Gerne. Da zeigen wir auch später nochmal einen Ausschnitt für. Aber erzähl doch mal, was du noch alles machst. Wir haben eben erfahren, dass du eigentlich Lehrer bist. Ja. Erzähl doch einfach mal gern. Ja, eigentlich bin ich, wie gesagt, Lehrer. Das ist so mein Tagesjob. Und, aber das kann ich halt auch super gut verbinden mit meiner Leidenschaft, wie das eigentlich alles dazu kam, dass ich jetzt auch hier sitze. Es hat also 98 rum angefangen mit Platten-Reviews, die wir auf eine Internetseite gestellt haben, bis hin zu, dass dann irgendwann so die ersten Hip-Hop-Video-Interviews. Also die hat unsere Seite gemacht, germanrhymes.de hießen wir damals. Und da haben wir wirklich damals, bevor rap.de, bevor MZ und die alle das gemacht haben, haben wir das gemacht. Und das war so damals unser erstes Ding. Dann ging das halt bis ins Studium, haben wir das halt durchgezogen und super schöne Geschichten dabei gehabt. Leute wie J. Cole kennengelernt, Rakim, Grandmaster Flash, mit Guru von Gangster in New York abgehangen und so. Und das ist schon Sachen so, die kann ich meinen Kindern erzählen. Nee, krassen Leute, wie Steven Gätchen, der auch erzählt hat, dass er mit den Beastie Boys Basketball auch in so einem Nebensatz einfach. Ja, wirklich. Ja, es ist auch mal verrückt und vor allem auch, wie gesagt, als Lehrer, wenn dann die Schüler das mal rausbekommen. Ja. So, und dann sind die auch so, oh. Und dann letztens hatten wir gerade das Gespräch, da hat dann irgendwer die ganze Zeit irgendwas von Rap erzählt und dann wollten die mir was von Rap erzählen. Und dann meinte ich so, hm. Und dann hab ich mal erzählt, dass ich mich mal mit dem und dem unterhalten habe. Dann meinten die alle so, ach, niemals und so. Da hab ich gesagt, ja, hier, guck mal, das YouTube-Video, guck mal dort. Und dann waren alle so, uff, Augen ganz groß. Und abgefahren. Ist schon immer sehr lustig. Aber ja, und dann hat sich halt irgendwann, gab es da mal so eine kleine Pause und dann hat sich halt so ein bisschen dahin entwickelt, dass meine damalige Freundin, die ist die Tochter von Knut Elstermann. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Mhm. Der ist so in Berlin sag ich mal, die Kinogröße. Der hat auf Radio 1 hat er seine Sendung, 12 Uhr mittags. Und ja, auf jeden Fall so eine Kinolegende in Berlin, auf jeden Fall. Und durch den kam ich so ein bisschen in dieses ganze, also ich habe schon vorher mal Filme gemacht natürlich, aber da kam ich dann halt in diesen Pressezirkel, sag ich mal. Mhm. Und ja, da hat es dann angefangen, dass ich dann halt meinen eigenen Podcast gemacht habe, beziehungsweise eine Seite erstmal gemacht habe, wo dann die Reviews, Schriftreviews reinging, aber mir war das halt zu viel Aufwand mit dem Schreiben. Das hat mich immer super genervt. Deswegen habe ich gesagt so, hey, bei Musik konnte ich die Interviews konnte ich halt mit Video machen und auch cool machen. Und dann hat sich das halt entwickelt, dass ich ein Videoformat daraus kreiert habe. Noch halt, wie gesagt, mit ganz am Anfang war es halt mit dem iPhone halt immer aufgenommen. Also aber auch wirklich, also vernünftig auch, ne? Oder beziehungsweise das war diese erste Vlogger-Kamera Kamera von Canon, diese kleine, die man so aufstellen kann. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Aber das war auf jeden Fall cool. Und jetzt hat sich halt hier entwickelt, dass ich seit der Corona-Zeit so einen Movie-Poster-Podcast mache. Wie gesagt, die Sneak moderiere. Und zu dem Thema, wie gesagt, habe ich auch ein kleines Geschenk für euch. Das wird jetzt ein bisschen lauter, sorry dafür, aber du hast hier was mitgebracht, ein schönes Poster. Und ich versuche das mal unbeschädigt. Du kannst greifen, hier, das ist super eingepackt. Aber ja, ich pack mal die Folie zumindest weg und dann können wir das so nehmen und dann, oh Gott, Hilfe. So, genau. Alter, so was und geht? So. Okay, Leute. So, das ist das wundervolle Poster für Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, wie ihr sehen könnt. Und das ist von Flory, heißt der Künstler. Der ist aus Australien, ein guter Freund von mir. Und ja, das ist aus meiner persönlichen Sammlung. Ist ein limitiertes Poster. Hier unten kannst du, wenn du da mal guckst, ich sehe das, warte mal. Das ist die, ich glaube, es soll... Ah ja, das ist hier eine Printer's Proof, PP, das ist eine Abkürzung, 1 von 25. Wahnsinn. Du solltest es auf jeden Fall wieder mitnehmen, denn sonst hängt das ganz schnell an Daniels Wand. Dafür ist es ja gemacht. Es ist ja mein Geschenk. So, ist ein Geschenk. So. Wenn wir Glück haben, Antje, dann hängt das auch hier. Das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. Wahnsinnig schön. Ja, wie ist das designt? Es sieht aus, als wäre es gemalt. Tatsächlich. Es ist eine digitale Illustration. Wahnsinn. Und das ist halt ein Siebdruck halt, ne? Und dann wurde das mit verschiedenen Layern gedruckt halt, ne? Aber was mich interessieren würde, wie kann man, also mir fehlt da tatsächlich gerade die Fantasie, ein Movie-Poster-Podcast. Es ist, also Poster sind ja ein visuelles Medium. Richtig. Genau, deswegen ist es ja, also wir machen es ja so ein bisschen wie ihr dann natürlich. Es gibt einen Videopodcast, natürlich mit Audio unterstützt wird. Und ja, der kommt halt einmal pro Woche raus, immer mittwochs in der Regel.
Und da um 20.15 Uhr und da wechsle ich das immer so ein bisschen durch. Also wir haben eine Folge, so eine, da geht es um die Releases, die in den letzten zwei Wochen passiert sind. Da mit einem Freund von mir, James Hobson aus England, mit dem mache ich das zusammen. Also ist auf Englisch alles auch. Und da reden wir dann halt über die letzten Sachen, die bei den größeren Galerien rausgekommen sind oder Illustrationen, wie zum Beispiel auch an dieser Stelle lieben Gruß an Eileen. Die auch schon mal zu Gast war. Die auch schon mal zu Gast war, genau. Und die hat jetzt zum Beispiel ein Poster gerade rausgebracht für Last Night in Soho. Ja, habe ich gesehen auf Instagram. Und das war super genial. Ne? Also mein Kollege James und ich haben auch gesagt, hier das müssen wir haben als Print. Und wie gesagt, wir kennen uns ja auch alle. Und dann haben wir später, nachdem wir aufgenommen haben, noch mit ihr gesprochen für ein anderes Projekt gerade, woran wir arbeiten. Und da haben wir gesagt, du musst das mal machen. Ist auch ein faszinierender Job, ne, den Eileen da so hat, finde ich. Also als sie mal hier war, ich fand das so krass und so beeindruckend. Und wir haben ja sogar von ihr Poster auch geschenkt bekommen. Wollte ich gerade sagen, also vielen Dank nochmal dafür. So. Ja, bei jedem von uns zu Hause hängt wahrscheinlich irgendwo mindestens ein Poster von Eileen. Aber Last Night in Soho ist ein perfekter Übergang. Ist einer der letzten Filme, den wir zumindest gesehen haben. Wir dürfen nur leider noch nicht drüber sprechen. Ja. Aber ich mach mal so eine Geste. Das sollte reichen. Was hast du denn als letztes gesehen? Als letztes habe ich gesehen, On My Block habe ich gerade zu Ende geguckt, gestern Abend. Die Serie? Die Serie, genau, von Netflix hier. Die letzte Staffel ist das vorbei gewesen. Also mir hat es gefallen, das Ende war okay. Ich bin ja so ein Sucker für so Teenager-Drama-Stuff und so. Kennst du Euphoria? Hallo? Was ist das für eine Frage? Ich liebe Euphoria. Jetzt, und ich muss es überall erwähnen. Top 5, glaube ich, Serien in dem Jahr, als es rauskam. Sehr gut. Naja, es ist halt, ne? Hierzulande muss man es immer noch häufiger erwähnen, weil es einfach, kommen wir auch später noch zu, weil es einfach hier bei Sky läuft. Genau, wollte ich gerade sagen. Und so ein bisschen untergeht neben halt Netflix-Serien und so. Ja, das habe ich das letzte gesehen. Dann habe ich noch Squid Games geguckt. Mhm. Squid Game. Da reden gerade alle drüber und das Einzige, was ich gesehen habe, war die Beschreibung bei Netflix, ein paar Menschen müssen Kinderspiele spielen. Stimmt das in etwa ungefähr, was die Zusammenfassung angeht? Kannst du ein bisschen, weil es mich persönlich interessiert, weil ich immer kurz vor, ich fange jetzt an, es zu gucken, aber ich gucke eigentlich kaum Serien. Kannst du ein bisschen erklären, worum es geht und wie es denn ist? Hast du Battle Royale gesehen? Ja. Dann... Das es ist also mal wieder eine Neuauflage von Battle Royale. Ja, so, aber, also grob, kann man grob so sagen. Ja, aber ich finde trotzdem, dass sie so ein paar Sachen anders macht. Also natürlich, die brechen das auch zwischenzeitlich auf und sind dann kurz mal wieder nicht in den Spielen und so. Aber sind sie denn brutal? Entschuldigung. Sind sie denn brutal? Ja, wahnsinnig brutal. Also, und sie ist aber auch echt hübsch gemacht. Und was mich so überrascht hat, deswegen ist es für mich auch die Überraschung des Jahres, was so serienmäßig abging, ist halt, dass ich mich wirklich irgendwann sehr für diese Figuren interessiert habe. Da gibt's eine Folge drin, die sechste, Murmelspiel, Stichwort. Alter, da habe ich eine Träne im Auge gehabt, die so runterkullerte irgendwann. Und das habe ich wirklich bei der Serie nicht erwartet irgendwie, gerade weil es natürlich auch eine andersartige Form ist, dadurch, dass es aus Korea kommt und wenn man nicht so viele koreanische Filme gewohnt ist, so dann wirkt für den einen oder anderen vielleicht auch was befremdlich, habe ich auch schon hier und da gelesen. Aber ich fand das richtig cool. Hat's dir auch so gut gefallen? Doch, hat mir auch so gefallen. Ich fand auch natürlich, wie koreanische Filme meistens oder Serien auch so öfter sind, ist halt natürlich wieder dieses Klassending, was angesprochen wird. Und ich fand es rundum gut, aber ich fand Battle Royale trotzdem besser. Ja, okay. Was kommt dann Battle Royale? Aber ja, spannend, wenn es eine koreanische Serie ist, dass die jetzt einfach mal Platz 1 ist, schon seit einer Zeit bei Netflix. Kann natürlich auch wieder sein, gezielt gepusht und so, wissen wir ja immer nicht. Sie sind wohl auf dem Weg, sogar die erfolgreichste Netflix-Serie zu werden. Vor The Crown oder sowas. Wahnsinn. Ich habe auch gehört übrigens, dass sie jetzt in den Philippinen irgendwo, du hast ja schon geguckt, diese Red Light, Green Light-Puppe dahingestellt haben. Oh, wie gruselig. In so einer Mall. Wie gruselig. Das können die doch nicht machen. Ja, ist richtig verrückt. Hey, das ist wirklich, doch, guck dir das mal unbedingt an. Einfach. Okay. Noch irgendein Film dabei gewesen? No Time to Die. Ah, okay. Was sagst du dazu? Kannst du auch noch mal kurz... Ja, ich weiß nicht. Also, Leute haben geschwärmt, aber ich war so, war ein solider Actionfilm, aber... Mir hat ein bisschen die Motivation des Bösewichts gefehlt. Aber ich meine, das ist ein Bond-Film, was soll ich sagen? Aber ich muss sagen, Ana de Armas war ein super Bond-Girl. Ja, aber gut, aber für eine Viertelstunde nur. Und vor allen Dingen, ich bin so felsenfest davon ausgegangen, dass sie die doch nicht casten werden für eine Rolle, die nur 15 Minuten zu sehen ist. Da war ich wirklich überzeugt, dass irgendwas mit ihr noch da, aber nein. Ich habe auch so ein Making-of von der gesehen. Die hat halt, also von ihren Action-Szenen, sie hat halt sau viel dafür auch trainiert, ne, für diese Viertelstunde. Ich denke, dann mach sie doch gleich zur richtigen Bond-Frau oder whatever. Also für mich war der auch nicht ganz rund. Ja, schade, dass der Inszenator
inszenatorisch sein Pulver einfach so früh verschießt. Also beste Szene einfach vorm Vorspann, meiner Ansicht nach, die in Italien da von der Action her. Ja, und dass der halt auch keinen richtigen klassischen Bond-Moment hat. Irgendwas, was hängen bleibt. Hm. Und ich bin halt auch großer Fan der Mission Impossible-Reihe und da muss man sagen, die letzten beiden Filme haben halt mit sowas echt den Boden aufgefischt. Ja. So. Ja. Da bleibt auf jeden Fall viel, viel mehr hängen. Ne? Ja, es war halt auch so ein bisschen so, ah, Bond, jetzt bist du wieder Bond, jetzt bist du nicht mehr Bond, jetzt bist du doch wieder Bond. Das war ein bisschen so, okay. Eieiei. Naja. Das war das, was du zuletzt im Kino also gesehen hast. Dann. Das war das zuletzt im Kino, ja genau. Sonst war es leider nur Home Cinema. Ja, ist ja auch okay. Bevor Antje und ich erzählen, was wir zuletzt gesehen haben, machen wir einen kleinen Spot und dann geht's weiter hier mit einer ganzen Menge Themen bei Kino Plus. Bis gleich. Sorry nochmal, Joachim, dass ich dich beim letzten Mal sitzen gelassen habe. Kein Problem, ich sitze gern. Ich hätte dich beim ersten Mal nicht fragen dürfen, wo du versichert bist. Ey, ich habe jetzt den vollen Durchblick. Danke nochmal für den Tipp mit Clark. Aber fällt dir gar nichts an mir auf? Warst du beim Friseur? Nee. Neues Hemd. Mhm. Keine Ahnung. Na, was habe ich denn offensichtlich? Sieht man das nicht? Ich weiß es nicht, sag schon. Aha. Zeit, Anneliese. Offensichtlich habe ich jede Menge Zeit. Die Clark-App managt meine Versicherung, ich muss mich um gar nichts mehr kümmern und dadurch habe ich endlich mehr Zeit. Zeit genug, um mich mit einer Frau zu treffen, die meine Gaming-Skills nicht zu schätzen weiß, nur um ihr dann zu sagen, lebe wohl, Holdemite! Oder wie wir Gamer sagen würden, GG! Nice! Er hat seine Versicherungen im Griff. Ein absoluter Traummann. Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45-Euro Amazon-Gutschein sichern. Und da sind wir wieder zurück bei Kino Plus. Schön, dass ihr da seid. Und während du schon erzählt hast, was du zuletzt gesehen hast, haben Antje und ich das noch nicht gemacht. Antje, was hast du denn zuletzt so gesehen? Wir haben uns im Vorfeld abgesprochen darüber, dass ich sagen soll, dass das Letzte, was ich gesehen habe, die ersten beiden Folgen von LOL, Last One Laughing waren. Ja. Ich mochte die, also bei Amazon Prime ist jetzt gerade die zweite Staffel erschienen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst? Ich habe die erste nur geguckt und es war cringy. War nicht so wie die Kids so sagen. Okay, weil die kamen ja tatsächlich im Großen und Ganzen kamen die ja wirklich sehr gut weg. Auch ist das nicht Teil des Konzepts, dass das unangenehm wird? Oder ja, inwiefern aber, cringy meinst du? Ne, es war, es war so Fremdschämen. Cringy. Ja. Dann bist du da aber tatsächlich relativ alleine. Deutsche Comedy geht gar nicht. Ist ja auch völlig fein, aber ich war damals, weil deutsche Comedy ja generell keinen guten Ruf hat, war ich sehr überrascht, wie LOL ankam, so bei der breiten Masse. Ich habe mich auch sehr auf die zweite Staffel gefreut, weil da einige Leute bei waren. Bastian Pastewka, Klaas Häufer-Umlauf, ob ich mich sehr, sehr gefreut habe. Bisher, also ich meine. Hast du schon gelacht? Ich habe schon gelacht, ja. Was aber auch sehr simpel ist, wenn jemand wie Bastian Pastewka dabei ist. Also in den ersten zwei Folgen, das Einzige, was er macht, ist teilweise mit einem Rasierer durch die Gegend laufen und einfach wahllos Dinge zu rasieren. Blumen und weiß nicht, was alles zu rasieren. Und er hat halt so eine geile Körperbewegung, Gestik drauf. Aber da dachte ich bei Dings auch, wie heißt er hier, der sich die Haare rasiert hat in der ersten, ich komme gar nicht auf seinen Namen. Max Giermann. Ja, genau, habe ich auch gedacht. Eigentlich fand ich den immer richtig lustig. Der konnte super gute Sachen machen, also impersonating people und so. Aber das war halt, es war so, hey, das forcierst du gerade, ist nicht lustig so. Ja, nicht also, lustig, was du machst. Was mich an der ersten Staffel halt wirklich, oder wer mich an der ersten Staffel sehr gestört hat, war beispielsweise Mirko Nonchef. Einfach weil seine Art von Humor überhaupt nicht meins ist. Schlecht gealtert auch. Und er hat vor allen Dingen, finde ich, sehr viel Raum einfach einnehmen dürfen. Er war ja auch sehr, sehr lange in der Show und hat ja auch viele, die können ja dann zwischendurch mal so ich würde fast sagen Stand-Ups machen, wo dann mal alle auf sie gucken müssen. Ich finde, da hat Mirko Nonchef sehr viel Raum eingenommen. Das war aber so an der ersten Staffel mit das Einzige, was mich gestört hat. Jetzt in der zweiten, wie gesagt, sind ein paar Leute dabei, über die ich mich sehr freue. Auch ein paar, wo ich denke, warum? Tommy Schmidt beispielsweise. Ja. Also da hat man, der ist als erstes rausgeflogen. Man hat gemerkt, die mussten sich wirklich Mühe geben, da irgendwie 5 Minuten zusammenhängt, von dem rauszuholen. Ja, ohne den schlecht zu reden oder so. Der ist ja super gut in dem, was er macht. Aber es ist natürlich
ein bisschen unfair, wenn es da ein paar Leute gibt, die schon seit vielen, vielen Jahren auf der Bühne performen und eben das immer wieder so vorstellen. Und eben jemand wie Tommy Schmidt, so Annette Frier fand ich auch ein bisschen. Ich bin halt seit ich wirklich, weiß ich nicht, 13, 14, ein riesengroßer Annette Frier-Fan. Auch weil ich sehr, sehr lange tatsächlich mit ihr verwechselt wurde in der Schulzeit, weil da hatte ich wirklich ihre Frisur und alles. Und mag die unheimlich gerne. Die hat ja auch schon in der Schillerstraße damals Impro gemacht und die ist wirklich wahnsinnig witzig. Aber bisher fehlen mir noch so die Highlights. Ja, also ich mag auf der einen Seite, Stichwort Tommy Schmidt, dass man halt wirklich ganz viele verschiedene Humorfarben hat oder halt eben nicht Humorfarben. Ja. Aber bisher, wie gesagt, bis auf Bastian Pastewka, der halt, wie gesagt, wirklich machen kann, was er will, fehlt mir da bisher noch so ein bisschen das, was ich in Staffel 1 hatte. Da war dann zum Beispiel, der ist jetzt auch wieder dabei, ein Kurt Krömer dabei. oder auch Teddy ein, ist ja nicht mehr dabei. Teddy, ja, ich war sehr empfänglich für den Humor von Teddy, muss ich sagen. Ich auch. Auch wenn, das geht ja, meiner Ansicht nach, ist Teddy geht so in Richtung moderner Helge Schneider so ein bisschen, weil das einfach den Wahnsinn, man weiß bei ihm überhaupt nicht, was man kriegt. Und wie heißt denn der mit der Mütze, der auch schon mal hier war, glaube ich, Thorsten Sträter. Genau. Und den mochte ich auch sehr, ist ja auch sehr weit gekommen. Aber wie gesagt, jetzt. Aber den fand ich zum Beispiel, also tut mir leid, seinen Humor habe ich nicht. Okay. Ja, der ist. Es ist natürlich auch immer. Ey, Humor ist auch schwierig, ne? Also, voll. Also das ist ja immer. Aber ich glaube schon, dass du mit irgendwem da immer lachen kannst. Ja, eben genau. Und davon lebt es, dass man eben möglichst breite Spektren an Humor da irgendwie reinpackt. Glaube ich halt eben. Also die Momente, wo ich lachen musste, war immer. Weil irgendwer anders gelacht hat und das dann dadurch passiert ist. Das waren die Momente, wo ich lachen musste, aber weil nicht, weil die Witze lustig waren. Ja, vielleicht hast du halt wirklich einfach keinen gehabt, der deine Humorfarbe bedient hat. So. Also mein Humor ist ja eigentlich so, also ich bin ja großer Dave Chappelle-Fan. Mhm. The Closer, der kam ja gerade raus auch, aber das habe ich leider noch nicht geguckt. Deswegen, das hätte ich sonst auch erwähnen können gerade, aber das ist so mein Humor. Aber irgendwie, keine Ahnung, in der deutschen Landschaft trifft es einfach leider gar nicht, finde ich. Ja, sowas, dann ist es ja auch völlig legitim zu sagen, da ist halt einfach keiner dabei. Ja. Wie gesagt, ist halt super schade, dass der, auf den ich mich am meisten gefreut habe, nämlich Klaas, dass der halt jetzt einfach raus ist. Spoiler. Spoiler. Ja, stimmt, sorry. Ich weiß nicht, ob man bei der Show spoilern. Tut mir sehr leid. Naja, wer rausfliegt schon, aber hey, das ist jetzt nur die erste Folge oder die erste. Das ist die gewinnende Person noch nicht. Aber generell ist das Show-Konzept echt geil, finde ich. Also ich wollte mir auch irgendwann mal jetzt die anderen Länder anschauen. Also Australische lief ja, glaube ich, gar nicht. Das war, glaube ich, wohl sehr traurig. Ach, das war nicht so gut, oder was? Nee, das macht Rebel Wilson, heißt sie so, ja, ne? Ja, genau. Mhm. Aber es wird ja sehr die, und das könnte dann vielleicht wieder dein Humor so ein bisschen treffen, weil das nochmal in eine ganz andere Richtung geht, die ja irgendeine asiatische, ich glaube, die japanische Version wird ja sehr, sehr gelobt, weil die Leute da halt einfach irgendwann angefangen haben, sich gegenseitig zu bewerten und sich gegenseitig zu beschimpfen und einander zu sagen, dass sie überhaupt nicht lustig sind. Also da ist es wohl total eskaliert. Ja. Das stelle ich mir auch sehr, sehr witzig vor. Da will ich unbedingt noch reingucken. Müsst ihr auch bei Prime sein. Problematisch ist natürlich halt, ich finde, lebt natürlich auch von der Stimme und ne, wenn man das natürlich nicht versteht, Untertitel lesen muss, dann ist auch natürlich nicht. Ja, gerade bei lustig, Humor, ne? Wo dann irgendwie, da müssen die halt wirklich schon sehr on point sein, dass man auch versteht, warum die gerade lachen. Und kultureller oder eben, Humor halt, ne? Ja, eben genau. Braucht man eine Sprichkeit. Was hast du noch gesehen? Wir waren zusammen in The Last Duel vor 2 Tagen, dem neuen Ridley Scott-Film. Der kommt nächste Woche, ne? Wo wir schon mal sagen können, nächste Woche gibt es leider keinen Kino. Wollte ich gerade sagen, wollen wir dann einfach kurz über The Last Duel sprechen? Ja, dann lass hier. Also, es wird bestimmt erst morgen. Ja, pass auf, okay, ohne Spoiler. So. Gut, wir werden in 2 Wochen bestimmt hier nochmal das thematisieren. Aber wie fandst du den dann? Ich fand den wirklich in Ordnung. Ich finde, also um das kurz zu erklären, es geht um eine Rittergeschichte im 14. Jahrhundert in Frankreich, die in 3 verschiedenen Kapiteln erzählt wird, aus 3 verschiedenen Perspektiven. Im Zentrum steht eine junge Frau, die sagt, sie wurde von einem Mann missbraucht. Und die erste Etappe oder das erste Drittel des Films erzählt die Geschichte aus der Perspektive ihres Mannes. Das zweite Kapitel erzählt die Geschichte mit Damon, dann, ne? Mit Damon, genau, die zweite Geschichte. Mit seiner New Kids Frisur. Das ist wirklich aber voll. Mehr kann man nicht oder deutlicher kann man nicht darstellen, dass diese Figur einfach unfassbar dumm ist. Ja. Also wirklich vom Kopf her. Also ist der Matt Damon von Team World Police? Ein bisschen, tatsächlich. Und noch geiler ist Ben Affleck, der so blonde Haare hat und dann auch blonden Bart. Und das wirkt so befremdlich, wo ich die ganze Zeit dachte, ey, wie geil das wäre, wenn man die französische Geschichte mit französischen historischen Figuren auch mit Franzosen besetzt hätte. Das stimmt. Allerdings kriegst du dann wahrscheinlich nicht das Budget, das jetzt Ridley Scott bekommen hat. Das hat er ja schon mal gesagt. Das war ja bei hier Exit
Exodus, glaube ich, damals so. Da ging es ja halt, ne, warum Hollywood noch quasi so alles als weiß besetzt. Why is Hollywood so white? Mhm. Irgendwie oder sowas. Und da war das ja auch so, ja, wenn ich die nicht besetze, dann, wenn ich da, sag ich mal, irgendwelche unbekannten Schauspieler besetze, dann kriege ich halt nicht das Budget, was ich brauche. Ja. Aber schon weird, wenn dann halt so ein Schotte da auf einmal irgend so ein Ägypter spielen soll. Voll. Ben Affleck übrigens mein großes Highlight im Film, muss ich tatsächlich sagen. Okay. Aber ist doch schon befremdlich. Ja, voll, absolut. Also, ne, weil das total. Hat mich immer wieder rausgerissen, so, weil die Geschichte ist eigentlich so wichtig und so. Ja. Und ich finde es total cool, dass ein Ridley Scott, der ja nur auch inzwischen über 70 ist oder so, sich so einer Geschichte widmet, die halt witzigerweise geschrieben ist von Matt Damon und Ben Affleck und einer Autorin. Mhm. Und die. Phoebe Waller-Bridge, ne? Hat das geschrieben? Oder wer hat das? Die hat Bond geschrieben. Wollte ich gerade sagen. Ja, der hat Bond geschrieben. Aber auch irgendwer bekannt ist. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Auf jeden Fall finde ich es halt total klasse, dass so eine Geschichte dann mit so einem Produktionsbudget, weil das sieht doch alles wahnsinnig gut aus und ist halt auch wieder so ein bisschen ein Epos, das aber nur ganz wenig eigentlich die eigentlichen Schlachten zeigt. Und wenn sie gezeigt werden, sind sie richtig brutal auch. Mhm. Ja. Aber eigentlich fokussiert er sich eben auf die Geschichte. Genau. So. Zweites Drittel erzählt dann die Geschichte aus der Perspektive des zum damaligen Zeitpunkt noch mutmaßlichen Vergewaltigers. Und das dritte Kapitel erzählt die Geschichte aus ihrer Perspektive. Und hat mir insgesamt gut gefallen von der Idee. Ich finde, er ist sehr klar in dem, was er erzählt. Er erlaubt sich da auch Hollywood-tauglich keine Ecken und Kanten, meiner Ansicht nach. Die erlaubt sich dann eher ein Last Night in Soho. Wir haben die beiden Filme ja kurz hintereinander geguckt, deshalb kann man da tatsächlich einen gewissen Vergleich ziehen. Und mir hätten die einzelnen Kapitel mehr voneinander abgehoben sein dürfen. Ich finde, der ist halt trotz seiner unterschiedlichen Perspektiven ist der komplett gleich inszeniert und das finde ich passt nicht. Es gibt halt echt so Szenen, die eins zu eins gleich ablaufen und dann gibt es halt immer wieder Szenen, wo Nuancen in Nuancen so ein paar Unterschiede sind. Und das ist auch sehr, sehr stark gemacht. Ich finde nur im Großen und Ganzen, er hat mich leider auch emotional nicht gekriegt, muss ich leider auch sagen. Eher über die Schauwerte und eher über einfach die Veranschaulichung, wie das damals war, wie Wahrnehmung unterschiedlich männlich und weiblich sein kann. Mhm. Also insgesamt, ich mochte den, ist jetzt nicht Scotts stärkster, aber wenn man sich den anguckt, dann bitte auf der großen Leinwand. Voll, also Darf ich noch was zum Poster sagen? Hau raus. Das erste Poster war ja wundervoll, mit den zwei Schwertern in dem Schwarz, mit dem beigen Unterton gehalten. Das kenne ich jetzt auch tatsächlich nur. Das Poster, es gibt ja das zweite kam letzte Woche, glaube ich, wurde es gezeigt. Und das Poster wurde quasi fast eins zu eins geklaut von einem alternativen Filmposter, sowas, was ich gerade mitgebracht habe halt, von 2012, was von Mondo released wurde. Und Martin Anson ist der Künstler. Der hat für Game of Thrones ein richtig geiles Poster rausgehauen. Die haben echt eins zu eins geklaut. Das sind zwei Schwerter wieder, die in gegensätzte Richtung gehen. Und selbst die Schwerter sehen fast gleich aus. Das ist unglaublich. Also, wenn man das irgendwie noch einblenden kann im Nachhinein, bitte mach das mal. Es ist so krass. Und der Künstler wusste natürlich nichts davon, dass das passiert ist. Aber es ist natürlich auch mal schwer, weil das natürlich dass das Studio engagiert eine Agentur und dann macht er vielleicht irgendein kleinerer Praktikant oder irgendeine kleine Stelle was und dann denkt er sich, ach, machen wir das mal und keinem wird es wehtun, aber der Poster-Community ist es auf jeden Fall sehr aufgefallen. Ja, sowas ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber der eigentliche Film ist gut und ich würde sagen, wir beide können auf jeden Fall sagen, geht da nächste Woche rein. Würde ich auch sagen. Oder vor allen Dingen ist es halt so witzig, dass innerhalb von wenigen Wochen zwei Ridley Scott-Filme erscheinen. Ein bisschen gespannter bin ich ja noch auf House of Gucci. Mhm. Mal sehen, was der kann. Den hast du aber noch nicht gesehen. Den habe ich noch nicht gesehen, nein. Ja, aber ich glaube, auch der könnte wieder ein gutes Werk werden. Also Ridley Scott ist ja inzwischen nicht mehr nur dafür bekannt, Gutes zu machen. Aber weil er ja auch einfach in vielen Produktionen als Producer steckt und so. Eben. Aber das Ding war auf jeden Fall gut. Damit haben wir auch eigentlich schon abgehakt, was ich zuletzt gesehen habe. Bei mir war es nur noch sonntags zum dritten Mal Dune. Und es kann nicht sein, ey, Sinister, ne? Ich habe jetzt schon von mehreren Ecken oder auch von Cinemax gehört, dass am Anfang irgendwie die Lichter angelassen werden. Bei uns waren fünf Minuten lang, war einfach das Kinolicht an im Sinister am Treptower Park irgendwie. Und dann musste ich erst los, weil ich zum Glück ja schon den Film kannte und dann mich beschweren konnte. Es kann mal passieren, aber ich habe jetzt auch irgendwie von anderen Seiten gehört, dass Ähnliches passiert ist, dass da irgendwie noch so auf die Leinwand was reflektiert wurde. Und das kann halt einfach nicht sein bei so einem Film, wo auch in den ersten fünf Minuten das schon richtig ballert. Ich muss auch sagen, ich habe es zweimal in 3D geguckt. Einmal im hier Dolby-Saal iSense und einmal im IMAX. Und sorry, aber 3D geht leider immer noch nicht. Wollte ich gerade fragen. In einem normalen Kino, aber im IMAX geht's, weil das ist hell genug. IMAX ist halt wirklich, also der sagt ja auch immer wieder, er hat den Film für IMAX spezialisiert. Mhm. Aber dann kriegst du den in Deutschland halt nur zu sehen
mit IMAX 3D. Und der hat eigentlich keinen einzigen 3D-Shot. Und 3D macht ja auch alles, wie wir wissen, noch mal dunkler. Ja, aber wie gesagt, im IMAX geht es wirklich immer durch die Projektoren, dass das halt eine andere Projektoren werden da verwendet. Ich fand da war. Du redest wahrscheinlich von eurem in Berlin, ne? Weil das ist tatsächlich heller. Ich glaube auch in dem Hamburg, weiß ich nicht, aber könnte ich mal nachfragen, weil die Techniker im Hause bei uns wissen das ja. Und weil das da in Berlin hat so einen Single-Projektor. Also die anderen werden, glaube ich, meistens mit zweien gemacht und dann wird es dunkler. Ach, und das ist ein Single-Prototyp-Projektor, da gibt es, glaube ich, nur 2, 3 in der Welt. Hm. Mir ist es aufgefallen, als ich da mal bei Alita war in Berlin, genau. Und das war viel heller als das, was ich jetzt hier gewohnt war. Ja, auch Martian Park IMAX zum Beispiel war Dune wieder so dunkel. Und ich meine, der ist ja in gewissen Szenen auch besonders dunkel. Mhm. Und dann halt nochmal, und dann geht halt viel verloren schon. Das finde ich so ein bisschen ärgerlich, weißt du? Aber das Spice, was denn vor den Augen war, das war schon ganz cool. Ich wollte gerade sagen, bei Dune kann ich mir gar nicht richtig vorstellen, dass 3D da irgendwie noch einen Mehrwert hat, weil der ist ja auch in 2D schon so absolut überwältigend in seiner Opulenz und seiner. Aber ich brauche 3D allgemein auch immer wie gar nicht. Ich sehe das auch schon fast gar nicht. Es gibt eine Handvoll Filme, die ich im Kopf habe an 3D-Erlebnissen. Das ist der erste, das ist der dritte Toy Story beispielsweise. Mhm. Animationsfilme sind ja sowieso sehr, sehr dankbar, was 3D angeht. Das ist lustigerweise das Remake oder das Prequel von Die fantastische Welt von Oz damals. Krass. Mhm. Es gibt halt so Filme, wo es halt wirklich Sinn macht. Das sind dann ja aber mehr so Erlebnisse. Da geht es weniger um den Film an sich, sondern wirklich um das gute 3D, wenn es gut gemacht ist. Ist halt selten, dass tolles 3D mit einem tollen Film einhergeht. Bei mir war es Dread, muss ich sagen, mit Slow-Mo hier, mit dieser Droge. Ja, und da war das halt super nice in 3D wenn die es nehmen. Bei den wenigsten Filmen lohnt sich. Ja, also bei mir, Life of Pi fand ich damals auch geil. Oh ja, stimmt. In 3D. Genau. Naja, ob die kommenden Filme genauso geil sind, das werden wir gleich erörtern. Und zwar bei den dieswöchentlichen Filmstarts. An Cure for Wellness. Wir sind wieder da. Hallo. ein Film ist dabei, der dich an Cure for Wellness. Ja, ich habe an den Hand der Bilder aber gerade nicht sehen können, welcher Film das war. Das werden wir gleich in den Trailern sehen. Ich hätte behauptet, das war das Haus, oder? Es könnte das Haus sein. Aber erstmal, Props wieder an den oder diejenige, die den Supercut geschnitten hat. Das ist ja wieder fantastisch gewesen. Lass uns doch vielleicht mal starten mit einem Film, den wir leider alle drei nicht gesehen haben, aber wo wir zumindest mal kurz reingucken können in den Trailer, und zwar Hinterland. Das ist nämlich ein Film, der wurde fast ausschließlich vor Bluescreen gedreht. Das ist ziemlich abgefahren. Klingt auch erstmal kacke, aber der Stil ist irgendwie bewusst auch so ein bisschen so gewählt, weil das so ein bisschen an expressionistische Stummfilme erinnern soll. Also das haben die auch, glaube ich, in Interviews selbst gesagt, dass das sowas wie das Kabinett des Dr. Caligan so ein bisschen als Vorlage genommen hat, was das Visuelle angeht. Also schiefe Fenster sieht man wohl, ganz viel so krumme Straßen. Und das alles soll als Metapher dienen für die Nachkriegszeit und für den Zustand der Gesellschaft in der Nachkriegszeit. Und zwar geht's um das Ende des Ersten Weltkriegs. Also nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ist man hier in Wien. Und der ehemalige Kriminalbeamte Peter Perk kehrt nach 7 Jahren aus russischer Gefangenschaft zurück. Und alles, woran er geglaubt hat, ich meine, später reden wir auch noch über das Wunder von Bern, das ist ähnlich. Alles, woran er geglaubt hat und was so sein Stand der Dinge war, ist natürlich jetzt völlig anders und ist verloren gegangen, gibt's nicht mehr. Und das, finde ich, ist generell immer eine sehr spannende Prämisse. Dann gibt's allerdings einen Mordfall,
an einen Kameraden von ihm, mit dem er zusammen in Sibirien war. Und er und eine Gerichtsmedizinerin versuchen jetzt, diesen Mordfall zu klären und den Serienmörder zu finden. Hört sich ein bisschen an wie Babylon trifft Freud. Sehr gut, ja, stimmt. Optisch erinnert mich das an die Neuauflage von M, also an die Serienneuauflage, Eine Stadt sucht einen Mörder. Hat die irgendeiner von euch gesehen? Mhm. Weil ich finde, das geht optisch so ein bisschen in die Richtung Dieses extrem entrückte und sehr kontrastreiche. Ich weiß nicht, wie fandest du M? Ich fand das ja ziemlich beeindruckend in seiner ganzen Art. Und Es sind viele Bilder hängen geblieben, muss ich sagen. Ja, ich fand's auch. Mir hat's sehr gefallen, weil ich hatte, bevor ich das geguckt habe, habe ich auch noch mal das Original geguckt halt. Und Metropolis ist ja auch zum Beispiel einer meiner Lieblingsfilme und alles die Sachen aus dieser Zeit, wo die kommen. Und da erinnert das wirklich schon dran, wie du gesagt hast hier, Dr. Caligiri und so. Und das sieht alles, ähnelt da schon dran an diese frühen Sachen, die dann halt in Spandau, Babelsberg da in der ganzen Ecke gedreht wurden halt, ne? Ja, und das ist ja auch okay, wenn man es so macht. Das wird bestimmt ein bisschen befremdlich sein und aussehen hier und da. Man muss sich da bestimmt drauf einlassen. Mhm. Was ich halt gehört habe, ist, dass auf jeden Fall die Atmosphäre gelobt wird. Mhm. Ja. Das Einzige, was wohl so ein bisschen schade ist, ist, dass dieser Serienmörder schon relativ früh, nicht feststeht, aber später beim Twist dann gar keine Überraschung mehr ist, weil man den schon kommen sieht. Aber es scheint ja eher ein Konzeptfilm zu sein und weniger ein handlungsgetriebener Film. Exakt. Also ich habe Bock, mir den anzugucken. Ich weiß, dass der Regisseur Stefan Rutzowitzki ist. Das ist ja ein recht bekannter Genrefilmer in Deutschland. Der hat doch, glaube ich, auch jetzt in den USA diesen Patient Zero gemacht. Also ich hoffe, ich verwechsel das gerade nicht. Der war nicht so gut. Aber könnt ihr euch noch an Anatomie erinnern? Aber zum Beispiel, genau. Also aber auch schon jemand, der den Sprung ins US-amerikanische Kino geschafft hat, wenn auch nicht so erfolgreich. Aber der hat echt einen Blick für Optik und ist da auch sehr variantenreich, wie man ja jetzt sehen kann. Tja, total. Hommage an das alte Kino. So schön. Hab ich Bock drauf. Ich werde mir den, glaube ich, auch noch angucken. Ja, ich auch. Habt ihr denn das Haus gesehen? Ich habe leider außer Titan nichts gesehen, muss ich sagen. Das ist nicht so schlimm, denn ich weiß, dass du das Haus gesehen hast. Guckt, ja. Ich will mal kurz was zu der Handlung erzählen. Und zwar ist eine rechtspopulistische Regierung an der Macht. Daher darf der Journalist Johann nichts mehr veröffentlichen, also wird quasi auch bei seinem Verlag gefeuert, weil er viel zu kritisch, also wie ein Journalist nur mal sein sollte, mit der Regierung umgeht. Und er zieht sich mit seiner Frau zurück in ein Wochenendhaus. Und dieses Wochenendhaus ist so ein Smart Home. Also da ist alles wirklich komplett technologisiert. Eigentlich müssen die nichts mehr alleine machen, alles ist automatisiert. Und irgendwann spielt dieses Haus auch immer mehr verrückt. Und vermeintlich es gibt einen vermeintlich linksterroristischen Anschlag zeitgleich. Und eines Tages tauchen zwei der Terroristen auf bei diesem Haus. Und die Frau von Johann, und mehr will ich auch gar nicht verraten, ist da irgendwie auch drin involviert in dieser ganzen Geschichte. Ja, also ich finde die Story an sich interessant. Es ist Sequel zu Just We Call, ja? Tatsächlich. Und ein bisschen hier, wir sehen es ja auch immer mal wieder und haben es auch schon im Supercut gesehen, dass natürlich auch sowas wie 2001 ein bisschen referenziert wird. Genau, euer Logo hier quasi. Unser Logo auch. Die Story finde ich ganz interessant, aber was mich gestört hat, ich weiß nicht, wie es dir ging, Tom, aber ey, niemand redet so, wie die da in diesem Film reden. Das erinnert mich an diese typischen ZDF-Schmonzen und so, wo du merkst, okay, da hat sich jemand hingesetzt und ein Drehbuch geschrieben und dieses Drehbuch wurde genauso aufgeführt, aber es wurde nicht so aufgeführt, wie wir oder anderen Menschen sich unterhalten. Es war nicht authentisch genug, definitiv sehe ich das sicher auch so. Und ich habe mich auch, also die Welt ist ja eine Zukunftsvision und ich finde, die wurde nicht gut genug etabliert, dass man wusste, weil man hat Momente halt, da würde man denken so, das kann ja jetzt nicht so ganz funktionieren und man müsste doch das Haus, was da, wie gesagt, ein bisschen sein Eigenleben entwickelt, überwinden können. Ne? Und das ist halt für mich schon fraglich gewesen, wieso das nicht geht und wer auch dahinter steckt, vor allen Dingen in welchem Umfang. Und also viel zu viele Fragen waren für mich offen. Und dann fand ich den Twist aber auch doch trotzdem vorhersehbar. Ja, total, total. Also. Und irgendwie kam der nicht so richtig in Fahrt. Also ich hab den geguckt und dachte mir so, ey, eigentlich ist das eine total spannende Prämisse. Ach, fuck, jetzt haben wir die sogar heute hier zu stehen. Ich muss auch ganz viel nachzahlen auch von Walla Winch und so in die Prämissekasse. Das ist tatsächlich irgendwie ganz spannend, was er eigentlich vorhat, aber er kommt halt nicht so richtig in Fahrt und so richtig finde ich nicht, dass man den gesehen haben muss. Nee, gebe ich auch mit, diese Recommendation. Wer vielleicht eine Unlimited-Karte oder sowas, der kann sich den, glaube ich, gerne angucken. Aber voll.
Optisch genau. Hat er mich gerade sehr an Ex Machina erinnert. Ja. Also ja. Das war so meine erste Eingebung. Aber auch der Cast, also ich mag es mittlerweile in deutschen Filmen sehr gerne, Leute zu sehen, die ich nicht immer sehe. Und mit einem Tobias Moretti, ich habe gar nichts gegen den, aber der ist halt auch in sehr, sehr, gerade in Fernsehfilmen oft zu sehen. Ein Max von der Grüm. Ich sehe gern die Leute, von denen wir noch nicht so viel gesehen haben. Und das Interessante ist, wo ihr das gerade sagt mit dem Drehbuch, das ist ja generell ein sehr großes deutsches Drehbuchproblem, dass die Leute gefühlt nicht echt miteinander reden. Mhm. Und ich habe vor kurzem, ich weiß leider nicht, wie die Dame heißt. Das war ihr Debüt als Regisseurin und als Drehbuchautorin. Die hat den Film Mein Sohn inszeniert. Da ist jetzt erstmals Anke Engelk. Hast du den zufällig auch gesehen? Weil du gerade ich weiß, wer von dem du redest, aber ich hab das Plakat vor Augen. Ganz banal Roadmovie mit Mutter und Sohn. Und ich war total gebannt, sehr, sehr schnell, fand den auch super. Und dann habe ich im Nachhinein mal so überlegt, warum eigentlich? Da ist mir aufgefallen, ja, in diesem Film haben die Leute mal so gesprochen, wie es normale Menschen tun. Die haben sich verhaspelt, die haben sich gegenseitig unterbrochen, die haben in unterschiedlichen Lautstärken miteinander gesprochen, die haben übereinander weggesprochen. Das hat man im deutschen Kino ja überhaupt nicht. Das ist auch der Grund, warum ich Jerks so gut finde. Und man kann Jerks viel vorwerfen, aber ist auch schwer vergleichbar, weil die ja nur grob ein Drehbuch haben. Mhm. Aber die reden halt wirklich so, wie halt Fahri Yardım und Dings auch sprechen so. Das ist denen ja auch alles wirklich passiert. Also. Zum großen Teil. So war das. Genauso wurde es gesagt. Aber gut, von einem gemieteten Haus zum nächsten, und zwar zu A Dark Song. Da hast du schon gesagt, dass der Film ja eigentlich schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Ein paar. 2016 war, glaube ich, der Festivalstart und dann 2017 war, glaube ich, der offizielle Kinostart in anderen Regionen außer diesem. Deswegen war es für mich ganz schön fragwürdig, dass der Film überhaupt noch ins Kino kommt und nicht gleich Video on Demand ist. Wie, was habe ich gerade gesehen? Ich glaube, es gab gerade die Ankündigung für Pig, der in Deutschland noch gar nicht gestartet ist. Hm. Der kommt jetzt Ende Oktober in die Blu-ray. Als Blu-ray und DVD raus. Aber da ist der Verleih, ist ja, glaube ich, Dropout Cinema. Die sind ja sehr, sehr dankbar, was das angeht, nochmal ältere Genrefilme wieder zurückzuholen. Und wenn es nur limitiert ist für ein, zwei Wochen. Mhm. Aber was die teilweise schon für Perlen wieder rausgegraben haben. Und da gehört der, ich glaube, das ist auch Dropout Cinema. ICF ist das, ne? Die hat also das Studio da, was dahinter steht, ne? Die haben ja auch immer recht gute Filmauswahl. Magst du die Handlung mal zusammenfassen oder soll ich das? Die Handlung grob zusammengefasst ist, eine Frau, wie sehr darf ich spoilern, ist die Frage. Naja, ich finde schon, dass das kann man schon sagen, was passiert ist. Ja. Was ihr Plan ist und warum sie dort sind, kann man schon irgendwie sagen. Okay, also die Frau hat jemanden, den sie liebt, verloren und sie möchte mit dieser Person wieder in Kontakt treten. Und das versucht sie auf einer sehr spirituellen Ebene, in der sie dann einen Priester, kann man sagen, eine religiöse Figur, beziehungsweise die, sag ich mal, in Kontakt treten kann mit Dämonen, Engeln und sonstigem, versucht sie da, oder hat sie engagiert, um sie dahin vorzubereiten, um mit ihrer liebenden Person zu sprechen. Exakt. Und das Besondere aber, du wolltest irgendwas sagen, ja, sorry. Ich wollte eigentlich einfach nur sagen, dann kannst du dir gleich erzählen, wie du den Film fandest, nachdem wir die Werbung gemacht haben. Wow, aber guck mal, der Trailer läuft doch immer noch. Das können wir doch. Ich will nur sagen, das Besondere an dem Film ist, und dann sagen wir, wie er ist. Das Besondere daran ist, dass dieses Ritual nicht irgendwie 2 Stunden geht und dann ist wieder gut, so wie bei vielen anderen Horrorfilmen, sondern dass die halt monatelang in diesem Haus zusammen verbringen müssen. Das ist ein Bootcamp. Exakt. Und über diese spannende Geschichte reden wir dann gleich, wie wir das Ganze so fanden. Wir machen jetzt eine kleine Pause und dann sind wir zurück bei Kino Plus. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei Kino Plus mit Tom, mit Sandro und mit mir. Und wir waren gerade mitten in der Besprechung von A Dark Song. Und du darfst gerne weitermachen. Du hast gerade so schön die Story zusammengefasst. Ja. Wie hat er dir denn gefallen? Ich fand's okay. Es war, kann man gucken, definitiv. Ist eine Empfehlung für, glaube ich, so Horrorfans, vor allem auf diese Welt gefesselt, diese religiöse, diese Aspekte und diese Rituale und was man alles machen muss. Also das hat mich aus dieser, also mythologischen Perspektive hat mir das sehr zugesagt. Und daher
würde ich dem Film auch empfehlen, für Leute, die auf sowas stehen. Vor allem auch so, na, Exorzist ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Also da wird schon ein bisschen mehr erklärt, wie man in Kontakt mit Geister tritt, als mit einem Ouija-Board hier. Und von daher war das schon ganz interessant. Aber für mich war es ein bisschen langatmig. Das Pacing war auf jeden Fall ein bisschen off. Und das ist schon ein Slowburner. Also da muss man sich drauf einlassen, gerade wenn man eben das erwartet, was du gerade gesagt hast, dass es das eben nicht ist. Dieses typische irgendwie Ritualding und nur Exorzismus und bla bla bla. Da passiert eine ganze Weile lang nichts, außer dass das eigentlich mehr ein Drama ist. Also dass, weil die eben aufeinander hocken die ganze Zeit, sie auch untereinander immer mehr Probleme bekommen und immer mehr dran zweifeln, ob dieses, also sie zumindest, ob dieses Ritual dann irgendwann mal funktionieren wird. Und da eigentlich kurz vor der Verzweiflung ist. Also es ist schon mehr irgendwie so eine Art Kammerspiel. Ja. In denen die beiden sich in den Wahnsinn treiben. Also ich fand, es ging halt viel, wie gesagt, um Kontrolle, ne? Also wer jetzt die Macht über die andere Person hat. Also Machtspielchen wurden da sehr stark ausgeübt. Und ich fand halt, der Film war auch bis zu einem gewissen Punkt spannend dann irgendwo wieder, weil wir natürlich immer mit diesen typischen Mitteln gearbeitet haben, wie wir hören jetzt, wir hören wieder Geräusche, wir hören irgendwelche Flüstern im Hintergrund und sowas, und das war interessant. Und dann gibt's natürlich einen Punkt quasi gegen Ende des Films, wo wir dann auch sehen, was das ist, aber ich fand, das war schon wieder zu viel. Ja, das wollte ich gar nicht. Das wirkt auch so befremdlich, weil der Film ja die ganze Zeit relativ minimalistisch ist, was das angeht, und trotzdem so eine Bedrohlichkeit aufbaut und schon so ein unangenehmes Gefühl, und dann ist das Finale halt doch auf die Fresse, relativ, wo du dann doch ganz klar siehst, was halt abgeht und so. Und das fand ich schade. Aber generell, was mich da dran gehalten hat, den Film weiterzuschauen, war auf jeden Fall das Schauspiel. Also ich fand die beiden wahnsinnig gut in dem, was sie da so. Ich fand ihn muss ich sagen, ihn fand ich aber besser. Ich fand, sie war teilweise manchmal ein bisschen blass. Aber ich fand, das war auch, wie gesagt, insgesamt so ein Wechselspiel, was das Schauspiel und was das angeht. Weil der Film hat super, super gute Momente, die super interessant sind und wo ich sage, oh, das ist ein Top-Film. Und dann reißt er die quasi wieder mit dem Hinter wieder ein, dann ist es wieder super langweilig und dann ist es wieder super gut und dann geht es immer so ein bisschen hin und her. Und das, ja, der Film hat, also ich glaube, hätte man dem irgendwie mehr, noch ein paar Elemente mehr eingebaut, wäre der Film perfekt gewesen, aber, oder beziehungsweise ein paar Sachen geändert. Aber also die Idee war super. Also, schade, dass das nicht ordentlich umgesetzt wurde. Ja, also ich in seiner Gesamtheit, ne? Genau, ich fand ihn gut, aber ich fand ihn auch nicht komplett rund irgendwie. Ich fand ihn auch nicht so gut wie jetzt die allgemeine Kritik, denn der kommt schon sehr, sehr gut weg. Ja. Aber trotzdem cool, dass sowas jetzt eben auch dann nochmal startet. Natürlich. Im Kino. Also wer mal Bock auf eine andere Art Ritual-Horrorfilm hat, der kann da auf jeden Fall mal reingehen. Wäre auch ein super Sneak-Film gewesen, auf jeden Fall. Ja. Das stimmt, eigentlich schon. Aber da trennt sich ja dann die Spreu vom Weizen bei einer Sneak, wenn es ein Horrorfilm ist, ne? Das habe ich auch schon bekommen, dass dann so, wirklich die einfach die Hälfte aus dem Saal geht. Das dann auch mal, ich werde dann auch mal vorher gefragt, bevor ich dann moderiere, dann werde ich immer gefragt, ja, kommt denn heute ein Horrorfilm? Wie weit, das habe ich mich schon mal gefragt, wie lang, also wie weit voraus weißt du schon, welcher Film läuft? Kinoprogrammtechnisch. Also ich weiß es immer, also wie gesagt, ich komme dann montags immer ein bisschen früher, bevor die Moderation halt losgeht, und dann quatsche ich das nochmal ab. Was wir für Gewinne rausgeben, ja, okay, und so weiter und so fort. Dann, und dann erfahre ich natürlich, weil das Programm immer montags erstellt wird. Dann hat der Dude in Berlin damals immer Scheiße erzählt. Er hat nämlich erzählt, dass er es nicht weiß, bis vor irgendwie eine Stunde vor Start. Ich könnte das, ja, theoretisch weiß ich auch nicht eine Stunde, weiß ich auch nur eine Stunde, also eine Woche vorher, stimmt. Ja, eine Stunde vorher meinte er so, dass er es dann erst wüsste. Aber ich habe eine Zeit lang hier in Hamburg auch Sneaks moderiert und ich wusste, bis der Film lief, nicht, was es ist. Oh, selbst uns wurde das vorher nicht gesagt. Ach, okay, dann nehme ich alles. Ich könnte das natürlich auch sagen, ich möchte das nicht wissen, aber interessiert mich dann natürlich doch. Und dann guckst du die aber auch immer mit, oder was? Nee, leider nicht, also selten, weil oftmals habe ich die schon gesehen, durch Pressvorführungen und so weiter und so fort, und dann habe ich jetzt einen dummen Stundenplan. Und meine Schule ist eine Stunde entfernt von meinem Wohnort. Und muss immer 5.30 Uhr aufstehen, damit ich 6.30 Uhr losfahren kann. Da gehe ich schlafen. Ja, genau. Und wie gesagt, die Sneak ist ja, letzten Montag war sie relativ spät, aber in der Regel ist immer 20.30 Uhr. Dann fange ich auch mal gleich 20.30 Uhr an. Dann bin ich halt halbwegs vernünftig noch zu Hause, dass ich halt wenigstens 7,5, 8 Stunden schaffe zu schlafen. Sonst bin ich mal ungenießbar, und Dienstag ist mein langer Tag, 7.45 Uhr bis 16 Uhr. Das ist natürlich richtig hart.
Da leiden wir alle mit. Ja. Antje, du hast vorhin schon erwähnt, dass natürlich Last Night in Soho demnächst ja auch startet von Edgar Wright, aber es startet noch ein anderer Edgar Wright-Film, und zwar eine Dokumentation über die Sparks Brothers, startet heute im Kino. Und da muss ich einfach mal dich fragen, vielleicht als jemand, der ja auch den musikjournalistischen Background hat, inwiefern waren die Sparks Brothers dir schon ein Begriff? Das war mir ein Begriff, aber ich hab's, musiktechnisch mag ich die gar nicht, ist gar nicht meins. Aber ja, interessanter Film war es auf jeden Fall, also diese Dokumentation. Ach, du hast ihn sogar gesehen? Ja, aber schon lange her, ich glaube vor 3-4 Monaten oder so. Na, aber wenigstens einer. Ja. Aber also ich habe nebenbei auch was gemacht. Also ich habe nicht so genau hingeguckt. Ich wollte nur mal also ein bisschen auch durchgeskippt teilweise, weil wie gesagt, ist nicht meine Musik. Ist auch 2,5 Stunden, ne? Genau, der ist halt super lang auch. Und ja, und der, ich weiß, glaube ich, Edgar Wright ist, glaube ich, ein großer Sparks Brother Fan. Und deswegen hat er das auch, glaube ich, gemacht, oder als er die Chance hatte, das zu machen. Und das ist schon interessant, was die Band, wofür die steht und was da vorher war und diese ganze Geschichte und so. Das ist schon ganz interessant, aber null Verbindung gehabt als Personen und gar nicht meine Welt. Also aber würdest du dementsprechend eigentlich sagen, dass sich das eher nur Leute angucken, die auch einen Bezug zur Band haben, oder? Nicht zwingend, aber man muss schon ein bisschen was anfangen können mit der Musikrichtung auch. Also, okay, weil ne? Ey, mir haben die vorher, ich weiß nicht, Andi, wie es dir geht, mir haben die vorher einfach nichts gesagt. Es war halt wirklich nur, ich kannte den Namen. Ich wusste, dass es eine Band gibt, die Sparks Brothers heißt. Wir haben halt 25 Alben, mehr als 300 Songs, Wahnsinn. Irgendwo zwischen Glamrock, Synthie und Artpop. Ich habe gestern mal reingehört, meinst du es auch nicht irgendwie? Ja. Aber dann siehst du da halt Leute von den Red Hot Chili Peppers und Beck und Duran Duran und Sonic Youth und so, die halt alle sagen, wie einflussreich diese Band eigentlich war. Und das wollte eben Edgar Wright hier mit diesem Film klarstellen. Hat er, glaube ich, hat er nicht auch viele Sachen in seinen Filmen mit drin von den Sparks Brothers? Also soundtrack-technisch? Ich glaube ja. Deswegen ist das wohl so. Und da gab's nicht jetzt auch noch einen anderen Film mit den Sparks Brothers? Oder irgendwas gab es auch noch, der gerade auch rausgekommen ist? Es gab Nicolas Sparks Filme, aber. Nee, irgendwas war da noch, glaube ich, mit denen. Aber ich weiß gar nicht was. Also ein richtiger Film, glaube ich. Aber was mich mal interessieren würde, wie würdet ihr eine gute Doku irgendwie definieren? Also du sagst ja, es ist wahrscheinlich eher was für Leute, die was mit der Musik anfangen können. Würdest du jetzt sagen, die Doku wäre insgesamt gelungener, wenn sie dich dafür hätte begeistern können? Weil das ist für mich ja immer der ausschlaggebende Punkt für eine richtig gute Doku, wenn mich das Thema gar nicht interessiert und ich trotzdem danach Bock habe, mich weiter damit zu beschäftigen. Ja, genau. Das ist ja wie halt in einen Film reinzugehen, der irgendwie in eine ganz andere Richtung geht, als man hat und der man doch sagt, oh, das ist aber ein tolles Thema. Genau, weil vor ein paar Jahren hat Ron Howard, war es, glaube ich, eine Beatles-Doku gemacht. Mhm. Ich habe mit den Beatles überhaupt nichts zu tun, aber er hat die letzten Tourjahre von den Beatles, die eigentlich nicht so bisher beobachtet wurden, die mal so ein bisschen verfolgt. Und da hat er es wirklich geschafft, oder ich habe auch vor einer Weile die Pavarotti-Doku gesehen, war ich sogar im Kino für. Und da war es dann wirklich mal so, da hat er das geschafft, die Faszination für die Band wahlweise oder den Musiker da halt wirklich noch mal so hervorzukehren, dass auch ich dachte, ich würde jetzt im Nachhinein vielleicht nicht um die Musik hören, aber war schon nicht unspannend, das alles jetzt gerade mal miterlebt zu haben. Ja, ich finde es, wenn die natürlich die Person auch was zu geben haben, das ist natürlich das Entscheidende am Ende des Tages. Ja. Wenn du natürlich da nicht drin bist, aber die Person dann halt an sich sehr interessant ist, dann das hast du natürlich gewonnen. Aber die beiden letzten großen oder beziehungsweise Dokus, die mich wirklich gecatcht haben, also waren Glitch in the Matrix. Kennt keiner? HBO lief die. Da geht es halt um Leute oder beziehungsweise allgemein, was also dieser Glaube an ein, das ist eine, dass wir alle in der Matrix leben halt. Und auch mit vielen Leuten ist super, ich fand super interessant. Noch nie was von gehört. War total verrückt und also war 10 von 10 für mich. Auf jeden Fall super Dokumentation. Wie heißt denn das gibt es dieses Buch von dem Skandinavier, wo es um Rassismus und Kolonialismus und so weiter und so fort geht und Dekonstruktion, ich komme gerade nicht drauf. Brute, ich komme gerade leider nicht drauf. Aber war auch eine vierteilige Doku, auch von HBO. Und die war grandios. Also, wie das Thema auseinandergenommen wurde, wie gesagt, basiert auf dem Buch und grandios. Beste Musikdoku für dich? Uff. Beastie Boys, war das Beastie Boys? Die Beastie Boys, die Sabotage hier? Nee, wie hieß die denn die? Die gerade von Apple oder was? Ja. Beastie Boys Story hieß die einfach. Beastie Boys Story, genau, die fand ich super. Aber beste weiß ich jetzt nicht, aber die fand ich super. Die ist mir jetzt sofort in den Kopf geschossen. Ich finde ja Searching for Sugar Man Hammer. Ah, das stimmt, das ist auch großartig. Wir kriegen übrigens den Hinweis, die Sparks Brothers sind zum Beispiel in Annette zu hören von.
Ja, Edgar Wright. Ich wollte das nicht vorlesen, weil ich damit nichts anfangen konnte. Ist Annette ein Wright-Film? Aber nee, das ist doch der neue Dingsfilm hier, oder? Ist das nicht dieses Musical? Ja, genau, der fürchterlich ist. Ich habe ihn noch nicht Annette gesehen. Heißt der einfach nur Annette oder was? Ja, der, ist das dieser, der ist doch auf der Berlinale gezeigt worden. Ist das der? Der ist auch, ich weiß nicht, ob der auf der Berlinale war, aber der war mit jetzt Adam auf jeden Driver. Fall. Der war in Cannes auf jeden Fall. Oder ach, das Cannes, Ding. Ja. Okay, krass. Aber der hat nichts mit Edgar Wright zu tun, oder? Nö. Oder ist das auch denke nicht. Aber würde ich jetzt nicht so behaupten. Gut. Aber ey, keine Ahnung. Also, wie gesagt, die heißen ja nicht mal ursprünglich Sparks, ne? Die heißen irgendwie genau. Ron und Russell Mayall. Also, ja. Ne? Genau, genau. Ich hab's vergessen. Ich hab's auf jeden Fall mal gehört, wo der Name herkommt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das angucken werde. Ich bin eigentlich total offen, was so Dokus angeht. Und du hast die ganzen HBO-Sachen angesprochen. Die machen mega gute Kurz-Doku-Serien rein. So. Mhm. Aber dann irgendwie 2,5 Stunden über eine Band, die ich vorher nicht kannte, wo natürlich viele Ausschnitte aus Interviews wohl sind, wo auch nachgestellte Szenen drin sind. Ich dachte sogar erst, dass es zum Teil Mockumentary wäre anhand des Trailers, aber ist es wohl nicht. Und dann gibt's noch animierte Nachstellungen. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt unbedingt begeistern wird, um ehrlich zu sein. Also das, was du gesagt hast, klang jetzt auch nicht wie, das muss man gesehen haben. Nee, nicht so wirklich. Okay. Muss man denn eurer Meinung nach Titan gesehen haben? Du kannst ja vielleicht mal, und das ist ja der größte Film der Woche, du kannst ja vielleicht mal versuchen, das ist gar nicht so einfach, weil man den Film gar nicht so richtig einordnen kann, aber du kannst ja mal versuchen, die Grundhandlung, die Prämisse, ich zahle nachher auch nochmal rein, kurz. Zahl doch einfach 10 Euro, dann hast du für die nächsten Jahre Ruhe. Vielleicht kannst du das ja mal kurz zusammentragen. Ja, es geht um eine junge Frau, die als Tänzerin arbeitet und ein Doppelleben führt. Seit sie ein kleines Kind ist, hat sie eine Titanplatte im Kopf. Deshalb auch so ein bisschen der Titel. Man kann ihn auch noch sicherlich mehrmals symbolisch deuten, aber die erste Szene in dem Film ist, sie kriegt nach einem Autounfall eine Titanplatte in den Kopf implantiert. Und wie gesagt, außer dass sie halt Tänzerin ist und ein Doppelleben, können wir sagen, als was sie ein Doppelleben führt? Ich glaube schon, oder? Ja, das zählt als mich. Serienkillerin. Erfahren wir vor allem, dass sie eine Begeisterung. Ich würde an der Stelle aber noch sagen, vielleicht habe ich es auch nur so empfunden, aber also ich fand jetzt nicht, dass das ihr Doppelleben war. Ich finde, das wurde forciert in dieses Leben so ein bisschen. Also es hört sich so an, als wenn sie Dexter ist, aber ist sie nicht. Also das finde ich jetzt nicht so. Mit Doppelleben meine ich, sie hat eine, sagen wir mal, geheime Identität als Killerin. Keiner weiß ja, dass sie die Killerin ist. So, oder? Ja, aber ich finde, es hört sich erst, wenn sie das so vorsätzlich macht. Aber ich finde, ich habe das empfunden, dass sie das klar schon mit Absicht ausführt, aber sie ist nicht vorsätzlich eine Killerin. Ja, okay, ne? Gut, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja? Also die Initialzündung für das Ganze ist definitiv nicht geplant, würde ich sagen, weil die Initialzündung für ihr Dasein als Killerin wird, so habe ich das verstanden, auch im Film gezeigt, relativ früh. Das war das wird auch nicht, wird auch nicht gezeigt. Also du hast Entschuldigung. Alles gut. Du hast da, das wird ja erzählt, dass dann mehrere Morde schon passiert sind. Ja, ach ja, gut, stimmt, hast das recht. Das wird in den Nachrichten erwähnt. Das ist so ein genau, Teil. Aber es ist ja schon bezeichnend, dass der allererste Kill, den wir im Film sehen, dass der definitiv nicht geplant ist, sondern dass der aus dem Affekt passiert, weshalb man ja schon sich ableiten kann, wer weiß, wie die Taten alle motiviert sind. Was aber noch relativ wichtig ist, und man sieht ja schon anhand der unterschiedlichen Auslegungen, dass der Charakter recht schwer greifbar ist zu Beginn. Was aber noch recht wichtig ist, ist, dass sie eine Vorliebe hat für Autos. Was dazu führt, dass es relativ früh im Film zu einem, zu einem sexuellen Akt kommt zwischen ihr und einem aufgetunten Sportwagen. Und kurz darauf ist sie schwanger. Und währenddessen gibt sie sich ja dann, oder kurz danach, gibt sie sich halt, so viel würde ich dann auch noch sagen, als einen vermissten Jungen aus, dem Adrian heißt er, meine ich. Und um ihre wahre Identität zu verschleiern, weil sie wird mittlerweile gesucht. Genau, und irgendwann, und mehr wollen wir dann auch gar nicht sagen, weil man da wirklich sich auch drauf einlassen muss, irgendwann nimmt sie der Feuerwehrmann Vincent auf und denkt, dass sie sein vermisster Sohn wäre, der seit, ich glaube, so um die 10 Jahre irgendwie vermisst ist. Mehr wollen wir vielleicht gar nicht zu der Hauptstory sagen, zu dem, wie es anfängt. Der Film ist schwer zu greifen, das muss man einfach gleich mal sagen. Das ist kein Film, den man jetzt jede Woche sieht. Das ist, ist auch kein Film, den man abends anmacht, um runterzukommen. Ja, du hast auch vorhin, exakt, du hast auch vorhin schon gesagt, genau das hat sich ja wieder gespiegelt in den Sneak Previews, wo halt Leute rausgerannt sind, während andere vielleicht doch mehr dem abgewinnen konnten. Während der Pressevorführung saß auch, also man muss auch sagen, der Film ist wirklich sehr, sehr brutal. Und da passieren Dinge. Ich dachte, ich hatte schon eine Menge gesehen, aber das war auch manche Szenen, wo ich dachte, oh nein, bitte nicht jetzt. Also man weiß, es kommt gleich.
gleich, aber bitte nicht. Ja. Und die Dame neben mir saß auch die ganze Zeit so. Vor allen Dingen ist er ja relativ früh mit einer Gewaltspitze. Und wenn ein Film früh damit einsteigt, weiß man ja auch nicht, was da noch kommen mag. Mhm. Und auch in welcher Schlagzahl. Aber die eine Szene, von der du sprichst, hat mich sehr an Only God Forgives erinnert, falls du den gesehen hast. Da gibt es nämlich auch eine Szene nach einem sehr ähnlichen Mord mit einer sehr ähnlichen Waffe und ist mit einer der schlimmsten, unangenehmsten Szenen überhaupt. Ich hatte ja im Vorfeld bei der Theaterleitung gefragt, ob ich vielleicht die Leute darauf vorbereiten sollte, weil ich wusste schon, der Film ist erstens nicht für jeden und auch, dass man, wie gesagt, man muss sagen, beim ersten Drittel passiert sehr viel Gewalt in diesem Film und danach, sag ich mal, wird es ein bisschen entspannter. Mhm. Und das habe ich halt vorher nachgefragt, ob ich das darf, weil das Nico meint, ja, mach mal lieber. Okay. Und dann, weil ich glaube, sonst wäre auch eine Menge rausgegangen. Ich habe halt gesagt, so Leute, hier, erste Drittel, ist ein bisschen hart, wirklich, da lieber mal weggucken. Und danach wird es ein bisschen entspannter. Mhm. Aber ich habe auch mehrfach darauf hingewiesen, ihr müsst euch für diesen Film einlassen, Leute, bitte. Bitte macht das, weil es lohnt sich, da sitzen zu bleiben und drüber nachzudenken. Ich glaube, das hängt wirklich davon ab, wie sehr man sich darauf einlässt. Weil der Film ist nicht immer nachvollziehbar, er ist nicht immer plausibel. Also das, was passiert, er ist teilweise sehr sprunghaft. Und mein Vorteil war, deswegen fand ich ihn auch ganz gut, ich fand ihn nicht so gut wie Raw, ihr Vorgängerfilm. Ich auch nicht. Aber mein Vorteil war, dass ab dieser Autoszene, die du ja schon beschrieben hast, habe ich mich da komplett drauf eingelassen, weil ich es geil finde und deswegen mag ich auch sowas wie Green Knight. Die Filmidee, nicht das, was da gezeigt wird, genau. Würdest du wahrscheinlich sagen. Exakt, okay. Die Filmidee und auch, dass ich nicht weiß, was jetzt nächstes passiert. Das stimmt, ja. Und dass es nicht sowas ist wie Rubber oder so, dass das klamaukig oder so aufgezogen wird, sondern sich auch total ernst nimmt und eigentlich, wenn man es runterbricht, so habe ich es zumindest verstanden, so eine Dekonstruktion von Männlichkeit ist. Nicht nur von Männlichkeit. Vor allem also von Fetischisierung. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort gibt, aber oder von Objektifizierung. Also ich meine, allein eine der allerersten Szenen, die haben wir eben auch im Trailer gesehen, ist ja die, dass, also klar, die Hauptfigur verschmilzt noch im wahrsten Sinne des Wortes mit diesem Auto, aber allein dieser Tanz ganz am Anfang, das hat ja auch schon was von Verschmelzen. Mhm. Dieses typische auf diesen Tuning-Shows, wenn da halt die halbnackt oder fast ganz nackt bekleideten Frauen auf den Autos tanzen, das soll ja auch eine gewisse Fantasie der Männer befriedigen, soweit. Ja. Und dann wird sie 1:1 befriedigt und schwupp hat das überhaupt keinen erotischen Mehrwert mehr so plötzlich. Mhm. Das war für mich so, da habe ich angefangen, okay, jetzt bin ich drin. Ich finde es halt nur schade und du hast halt eben angefangen zu fragen, sollte man sich den Film ansehen? Ich finde, man sollte ihn sich auf jeden Fall ansehen, weil das ein Unikum ist, dieser Film. Ja, also der innovativste Film, den ich in diesem Jahr gesehen habe, der so viel Sachen, so viele interessante Sachen macht, die vielleicht auch nicht immer aufgeklärt werden, was aber okay ist. Aber ich finde, das ist genau das, was ein Film machen soll. Ich finde, der soll im Gedächtnis bleiben, den sollte man nachdenken. Und das macht der Film definitiv. Und was du auch gerade meintest, ne, der Film fängt an, der spielt, wie gesagt, mit diesen Geschlechterrollen, mit diesem Transhumanismus, sexuelle Identitäten, Gender-Identitäten. Am Anfang haben wir sehr starke Weiblichkeit. Dann kommen wir nachher, wenn wir auf Vincent treffen, der mit unserer Hauptperson halt von Agath Roussel gespielt, so eine quasi ein Eltern, also so ein parentales Verhalten hat und beziehungsweise, aber auch nicht immer, aber auch ein Liebesverhalten hat. Und das geht schon wirklich eigentlich, man würde sagen, es ist ein Horrorfilm, aber eigentlich ist es irgendwo ein Liebesfilm. Man kann es gar nicht als Genre. Wollte ich gerade sagen. Also man kann da irgendwie gar kein Genre raufpacken. Wollte ich gerade sagen. Und die Männlichkeit noch, das wollte ich noch ansprechen, weil das ist später, wenn Vincent da kommt, weil, wie gesagt, der ist ein Feuerwehrmann, da sieht man halt junge Feuerwehrmänner und er ist der einzige Alte, der sich Steroide spritzen muss, um halt mitzuhalten. Und da ist halt wirklich halt, ne, die wird halt, wie du schon erwähnt hast, dekonstruiert, was halt Geschlechteridentitäten betrifft, was halt diese Männlichkeit ist und diese moderne Männlichkeit ist. Und das fand ich wirklich sehr interessant, womit da alles gespielt wurde. Und umso mehr ich halt auch mit anderen Leuten darüber reden kann, endlich, macht das noch mehr Spaß, muss ich sagen. Das bleibt dann halt auch hängen. Ne? Also wie du sagst, ich bewerte Filme da auch immer ein bisschen danach, was sie mit mir machen. Mhm. Und wenn die eben so lange hängen bleiben, dass man sich da stundenlang drüber unterhalten könnte und jeder vielleicht auch was anderes in einer jeweiligen Szene
Pläne sieht, dann ist es absolut cool. Und gleichzeitig ist er auch visuell wahnsinnig beeindruckend. Ja, total. Genau. Also ich fand ihn sehr, sehr schön gefilmt. Auch. Was ich halt sehr schade finde, und deshalb möchte ich da so ein bisschen unterscheiden, ich finde, man muss diesen Film unbedingt gucken. Mir hat aber tatsächlich gar nicht so gefallen. Was daran liegt, in dem Moment, wo sich ihr Fokus verschiebt, so habe ich das empfunden, von dem einen Geschlecht, nämlich der weiblichen Perspektive, zur eher männlichen in der zweiten. Mhm. Man kann ja wirklich sagen, der Film besteht aus zwei Teilen, sowohl erzählerisch als auch inszenatorisch. Und ich finde leider schade, dass sie aus meiner Sicht, also Julia Ducournau, dass die aus meiner Sicht das so ein bisschen versäumt hat, das dann doch unter einen Hut zu bringen. Weil ich hatte das Gefühl, sie zeigt wirklich zwei verschiedene Figuren und nicht die Entwicklung einer Figur. Weshalb für mich am Ende der emotionale Punch einfach ausgeblieben ist, weil ich habe da zwei verschiedenen Figuren zugeguckt. Das fand ich zum Beispiel nicht. Mhm. Ich fand durch diesen Wechsel der Rollen in der Hauptperson, aber auch natürlich in dem Hinblick auf Transhumanismus, dass ein neues Geschlecht, würde ich jetzt, könnte man vielleicht sagen, oder beziehungsweise eine neue Art von Mensch, also da geschaffen wird. Das ist halt das Interessante an dieser Stelle. Und auf jeden Fall, klar. Deswegen hebt es das auf eine andere Ebene. Und ich finde, dadurch, dass halt beide Seiten gezeigt werden, ohne jetzt zu spoilern, aber du weißt ja, wovon ich rede, am Ende wird es, finde ich, aufgehoben. Nee, klar, also es macht auch total Sinn in ihrem Konzept, aber mich hat es tatsächlich einfach noch nicht erreicht. Und ich finde es ein bisschen reißerisch, dass der Film, finde ich, diese ganze Schwangerschaft fast schon so tut, als würde er mit dieser Schwangerschaft auf einen What-the-fuck-Moment am Ende hinarbeiten. Und dann ist das Ende, und da muss ich wiederum sagen, eigentlich großer Respekt an die Regisseurin. Das ist ja fast schon ein Understatement, muss man sagen. Der endet ja auf einer sehr, sehr warmherzigen und sehr romantisch, warmherzig trifft es, glaube ich, ganz gut. Mhm. Auf einer sehr menschlichen Note einfach. Und dabei geht es ja eigentlich auch um das Thema Objektifizierung der Frau und alles. Und da war ich, also die macht schon Dinge, die auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen. Und wenn man dann aber im Nachhinein drüber nachdenkt, hat das alles, folgt das einem ganz klaren Konzept. Und finde ich sehr, sehr überraschend und irgendwie auch ein gutes Zeichen, dass dieser Film die Goldene Palme gewonnen hat. Ja. Also vor 10 Jahren wäre das nicht so gewesen. Ja, gar keinen Fall. Deshalb wird der Film, glaube ich, auch nirgendwo so richtig als Horrorfilm beschrieben, weil man hat ja in der Vergangenheit so festgestellt, sobald Filme in gewisse Preisrennen kommen, hat man das Wort Horror gerne mal weggelassen. So Stichwort Schweigen der Lämmer oder so. Mhm. Weil man ja weiß, mit Horror kann man Leute auch abschrecken. Aber es stimmt auch da wieder, es ist ganz schwer, den in irgendein Genre zu packen. Also ja, total, total. Ich glaube, sie hat in irgendeinem Interview auch gesagt, dass es ein Liebesfilm ist, sozusagen, beziehungsweise also irgendwas in der Art hat sie das porträtiert. Und ich weiß, ob wir das bereit haben, aber wie gesagt, ich durfte das Interview führen und da hat sie auch über die Mythologie des Filmes geredet, die mich halt auch, wie gesagt, an dieser Stelle sehr beeindruckt hat, weil sie ist selber großer Fan griechischer Mythologie und ich finde, das sieht man auch in diesem Film halt, ne, wenn man im Hinblick, wie die Titanen sich anguckt und der Griechisch steht ja dahinter, ne? Gaia, Uranus schaffen die Titanen mit Kronos und so weiter und so fort. Und für mich war die Interpretation aus der Stelle so, dass halt ihre Eltern, die sie hat, die sieht man nur kurz, aber man sieht im Film, dass sie die gar nicht mag. Das ist ein großes Resentment denen gegenüber. Und dass diese Eltern, für mich waren die so Gaia und Uranus. Und dann, wie gesagt, weiß man ja, also für mich war sie Kronos. Und Kronos schneidet ja quasi das Geschlecht des Vaters ab. Und das hat natürlich dann auch, ich will jetzt nicht zu viel verraten hier, aber das hat auch eine gewisse Bedeutung für mich gehabt im Film. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Und dass sie dann halt dann irgendwann, ne, die Titanen gibt's ja auch dann wieder, Abkömmlinge und so weiter und so fort. Und das ist halt, findet da alles sehr schön statt. Und das ist doch geil, dass sowas dann in so einem Film verarbeitet wird und auch eben die Aufmerksamkeit bekommt, auch wenn er eigentlich nicht für die breite Masse jetzt unbedingt gemacht ist. Aber du hast gerade dein Interview schon erwähnt. Wir haben nicht den Ausschnitt, den du gerade meintest, aber wir haben einen kleinen anderen Ausschnitt. Denn das war ein sehr schönes Interview. Ich habe es mir ja schon komplett angeguckt und ich habe mal eine Stelle ausgesucht, die ich ganz interessant fand. Von daher lass uns doch einfach mal reinschauen in dein schönes Interview. What do I like best in filmmaking? Oh shit, I like everything. Is the writing? I mean, you know what? It's so different. Like you have three stages. You have writing, you have
directing on set and you have post-production. Mm-hmm. I'm not going to talk about financing. Financing is the worst, but that's really, no, I'm not going to talk about that. It's very different. Like, for example, I love writing. I've always written since I was a child, always sat and wrote stories. And I love that. But I always say that it's 95% pain, sheer pain, agony, I want to say, and 5% like epiphany / maybe ecstasy / maybe trance. But it's so like you're so inside yourself for so long. It's like it takes me 2.5 to 3 years to write a script. And it's kind of alienating, you know, and it's a hard moment because you have to be very, very like persistent in your effort. You have to be consistent, and it's hard because you want to give up all the time. Like, seriously, you're like, I'm never going to make it this time. It's the last time. Mm-hmm. Never going to make it. And it's really, really agonizing. But when finally you have this scene and you see it entirely, because I see the scenes completely in my head, and I see the camera movements, I see the light, the costumes, I hear the sound, and I see. And you find this scene and you're like, shit, I have it. I love this scene. And then I always think I have to make a great movie around because this scene is so good, I can't fuck it up, you know? And then you have the directing, and the directing is a huge release because all this loneliness that you felt, all of a sudden you can like dialogue with everybody and you can explain to everybody what you want. And it's a huge relief. It's very hard physically because the shooting, physically speaking, especially mine, because we have a lot of challenges every day are very intense, but it's still like working with a team is really something that is mostly joy, I must say, than anything. And the same goes with post-production as well in a different way. So I love everything. I don't know. It's a hard question. Ritterschlag für den Interview. Ey, was eine coole Frau auch einfach. Also total, da beneide ich dich ein bisschen drum. Es war ja, du hast gesagt, im Soho-Haus in Berlin. Genau. Direkt an der Bar. Und du hattest etwa über 10 Minuten? Bisschen, also 10 Minuten war angezeigt, aber die Dame, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, aber die hat mir, glaube ich, 12 Minuten ermöglicht. Ja, das war cool. Sehr nett von ihr. Das ganze Interview gibt's auf jeden Fall diesen Samstag auf dem KinoPlus-Kanal. Da könnt ihr euch drauf freuen. Da waren noch ein paar andere echt schöne, interessante Fragen. Ja, und Antworten, also cooles Interview. Guckt rein, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht auch mit dem Interview insgesamt. Und von daher, du hast auch ein bisschen so Left-Field-Fragen. Ja. Ich kann ja eine mal teasen, die erste gleich, die ist auf jeden Fall sehr interessant gewesen. Habe ich sie gefragt, was ihr Lieblings-Dance-Move ist. Das ist schon eine gute Frage, es geht ja schon auch viel um Tanzen. Habt ihr mitbekommen, wie erfolgreich der Film dann doch ist? Nee, überhaupt nicht. Der ist nämlich der erfolgreichste, Titan ist der erfolgreichste US-Kinostart eines mit der Goldenen Palme ausgezeichneten Films seit 17 Jahren. Und mit etwa über $500,000 das vierthöchste Einspielergebnis eines Palmgewinners nach Fahrenheit 9/11, Pulp Fiction und Wild at Heart. Parasite hat auch die Palme gewonnen, oder? Aber Parasite, hätte ich gedacht, Parasite wäre höher gewesen. Aber hat er dort gewonnen oder hat er einen anderen? Das weiß ich gerade gar nicht, aber war Parasite in den USA so erfolgreich? Das frage ich mich auch. Muss ja immer nichts heißen, leider. Na, dadurch, dass er dann halt wahrscheinlich Kinostart haben wir gesagt, oder was haben wir gesagt? Ja, Kino. Also das muss vielleicht sein. Also ich glaube, im Nachhinein war er wirklich sehr erfolgreich, dadurch, dass er halt den Oscar gewonnen hat. Ne? Ich glaube, dann kam erst so richtig dieser Box-Office-Hype und so. Ne? Und er ist der zweiterfolgreichste oder hat das zweiterfolgreichste Eröffnungswochenende eines französischen Films in den USA seit High Tension. Krass. Also das muss man auch sagen. Bei so einem Film hätte ich es jetzt nicht erwartet, aber cool, dass der dann doch so viel Aufmerksamkeit bekommt. Aber vielleicht ist das auch der Parasite-Hype, ne? Geht ins Kino, guckt euch den Film an, auch mit Untertiteln und so weiter und so fort. Ich finde es gerade viel krasser, dass High Tension der erfolgreichste französische Film in den USA damals war. Absolut. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass Titan eine Rolle bei den Oscars spielen wird? Mittlerweile schon. Aber wie gesagt, durch Parasite ja, aber ich glaube keine große. Ich glaube, weil er, glaube ich, nicht Mainstream-tauglich ist. Ich glaube, es ist, wenn dieses typische, er wird für beste fremdsprachige Film vielleicht nominiert als französischer Film. Das könnte er gewinnen. Davon kann ich. Und vielleicht, ich könnte mir halt noch sowas vorstellen wie beste Regisseurin tatsächlich. Einfach so, was mir war ja letztes Jahr mit Der Rausch auch so, weil das ist ja schon inszenatorisch alles ziemlich beeindruckend. Mhm. Und dann nominiert man ja eher mal den Regisseur oder die Regisseurin als zum Beispiel den Kameramann oder die Kamerafrau. Also deshalb. Mhm. Ich würde es dir wünschen, so sehr der Film jetzt auch dann nicht für jedermann oder jeder Frau ist, aber Oder Original Screenplay?
Ja, why not? Na, wobei das Drehbuch selbst finde ich gar nicht mal das Stärkste daran. Aber eine Sache, die du am Anfang ja gesagt hast, du hast ja Rubber erwähnt. Und das Lustige ist, ich bin aus dem Kino raus und mein erster Gedanke war, ich hätte den Film so gerne von Quentin Dupieux gesehen. Ja, also mit mehr. Also in eine ganz andere, weirdere Richtung wäre ein super anderer Film geworden. Ich hätte gerne beide Versionen, einfach einmal die und einmal und noch eine Version von Quentin Dupieux. Einfach, weil ich glaube, so rein vom Stoff her wäre das auch was für ihn gewesen. Aber das ist natürlich wahrscheinlich wesentlich weniger. Romantisch dann aufgezogen. Was nochmal als Empfehlung zu sagen, es wäre hier, wäre Cronenberg und also Crash von ihm, ne? Und Lynch und noch welcher Lynch-Film war es nochmal? Ich komme gar nicht drauf. Aber wer in solche Richtungen was mag, der sollte sich den angucken. Das ist, glaube ich, das. Auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Streaming-Tipps für euch und auch die ein oder andere News. Mal gucken, was wir schaffen, aber wir machen eine kleine Pause und dann sind wir zurück. Bis gleich. Hallo, herzlich willkommen zurück bei Kino Plus. Wir haben schon eine ganze Menge Themen hier abgearbeitet, aber es gibt noch viel, viel mehr. Und deswegen lass uns nicht um heißen Brei rumschnacken, sondern lass uns mal auf die Streaming-Tipps gucken, und zwar bei Stream It. Stream It, you gotta stream it. Hast du so zu Eddies Autotune-Level? Schwer. Hat schon nicht bei Rap funktioniert für mich. Funktioniert auch damit. Immer noch, ja, kannst du dich nicht mit Autotune anfreunden? Na. Nicht mal bei, weiß ich nicht, wer ist denn, Post Malone oder so? Auch da nicht. Krass, also bei T-Pain fand ich es okay damals noch, aber. Na gut, hast du was gesehen von Movies That Made Us? Natürlich. Da startet nämlich die dritte Staffel und diesmal mit richtig krassen Filmen. Ja. Also sie hatten ja schon echt interessante Geschichten diesmal dabei. Hier, wir sehen es gerade, ne, der Weihnachtself ist dabei. Wir sehen Aliens, A Nightmare on Elm Street, Der Prinz aus Zamunda, Freitag der 13., Halloween, Robocop und Nightmare Before Christmas. Endlich, was eine geile Auswahl. Endlich sind mal ein paar Horrorfilme dabei. Das Problem, weshalb die Doku-Reihe bisher völlig an mir vorbeigegangen ist, ist halt einfach, weil das nicht die Filme sind, die mich gemacht haben. Deshalb habe ich mir die Doku bisher einfach nicht angeguckt. Aber jetzt endlich, ich liebe Horrorfilm-Dokus und die hat ja von den Leuten, die mit den Filmen was anfangen können, die lieben die Doku-Reihe, ja. Also habe ich da sehr große Hoffnung in die Qualität dessen, wie sie an die Filme rangehen und Halloween, Nightmare on Elm Street, was war noch? Alien. Da freue ich mich sehr drauf. Ich muss auch sagen, ich habe auch selektiv geguckt bei den meisten Sachen. Aber gebt euch mal wirklich, also ich habe auch irgendwie das gedacht, auch bei diesem Toys That Made Us, da hat mich natürlich jetzt Barbie oder so auch nicht interessiert, aber wenn du es guckst und merkst, okay, da steckt trotzdem eine voll interessante Geschichte hinter. Da haben wir das Doku, die Doku-Sache wieder. Ja, exakt, da kannst du ja dann trotzdem gucken, weil der Vorteil von dieser Doku-Reihe ist ja auch, dass sie so geil und so lustig geschnitten ist. Mhm. Ne, wenn der eine das behauptet und die andere Person behauptet, das ist völliger Gegenteil oder so, das ist super unterhaltsam. Also ich hab's auch bei sowas wie Dirty Dancing total gemocht, wenn man da merkt, okay, ey, am Set haben die sich einfach zeitweise gehasst und dann siehst du halt wirklich auch Szenen aus dem Film, wie dann hier, wie heißt sie denn, die Darstellerin aus Dirty Dancing? Fuck, Namen vergessen. Baby. Ja, genau, dass die halt dann auch so immer so rumgeblödet hat, wenn er so diese eine Szene, wo er so sie so runterstreichelt und dann lacht sie immer so und er guckt halt so mega pisst und dann wird halt in der Doku erzählt, dass er tatsächlich bei dem Dreh so pisst war und es deswegen auch so authentisch wirkt. Aber dann kann ich an dieser Stelle einmal erwähnen, das habe ich hier schon mehrmals gemacht, weil ich die Doku so gut finde, es gibt bei Disney Plus eine Doku über den zweiten Frozen-Teil. Ich weiß leider spontan gar nicht, wie die heißt. Die sind nicht immer Gallery, Disney Gallery oder sowas? Du heißt nee, das auch Mandalorian. Wo es auch bei Mandalorian gibt. Nee, das ist tatsächlich eine ganz eigene Doku, glaube ich, sechs Teile insgesamt. Mhm. Und da wird mal richtig offengelegt, dass dieser Film, dass der eigentlich gar nicht unter so hätte entstehen können, wenn man wirklich sich da am Ende nicht komplett zusammengerissen hätte. Und da waren, der war so voller Stolpersteine, der Weg hin zu diesem Film. Auch so Drehbuch, das hast du auch bei dem einen oder anderen Projekt, so Drehbuchwechsel irgendwie, keine Ahnung, die Produzenten hatten keinen Bock mehr drauf. Also es war auch bei Dirty Dancing der Fall. Und dann irgendwie, wir haben, übernächste Woche haben wir erstes Testscreening, aber uns fehlt halt einfach noch der Mittelteil. So ungefähr auf diesem Level. Und kann ich wirklich nur empfehlen, die Doku. Mir fiel nämlich gerade auch bei Film ein noch, ich habe doch die Val Kilmer Doku geguckt, Val. Ah, interessant. Da war auch ein bisschen... Ja, gut. Leicht Tränen in den Augen. Ich fand's echt super. Geil. Sehr gut gefallen. Ja, noch ein Doku-Tipp auf jeden Fall. Aber hier, Movies That Made Us, ballert euch das auf jeden Fall rein. Auch die ersten beiden Staffeln kann ich echt empfehlen. Sie hatten sogar dann noch so eine Weihnachtsstaffel, wo der ein oder andere Film von diesen hier auch schon eine Rolle gespielt hat, aber was gefühlt keiner geguckt hat. Deswegen, auch der Stirb langsam natürlich, ne? Ja, genau. Deswegen gibt's hier auch auf jeden Fall noch mal eine ganze Menge an Dokumaterial. Was wir noch so haben, ist Pokémon. Und zwar muss man natürlich ehrlich gestehen, dass wir drei
wenig Bezug haben zu Pokémon, also, aber... Das ist doch zur ersten Sache, aber ich kenne mich nicht mit dem anderen aus. Also früher Gameboy, das war auf jeden Fall... Ja genau, bis dahin gibt es bei mir Stuff, auch ne? noch. Ja, ja, siehst du. Und das ist inzwischen der 23. Pokémon-Film, ist ab morgen erhältlich auf Netflix. 20. Und da waren alle Pokémon-Fans auch recht froh, dass das diesmal so relativ fix ging, dass der nach Deutschland geholt wird. Und zwar geht es um einen Wald, wo die mysteriösen Pokémon Zarude leben und niemanden in ihr Gebiet reinlassen. Und der junge Coco, den wir da gerade schon sehen, der wird von einem in einem anderen Teil des Dschungels von so einem Pokémon aufgezogen. Und er wird mit der Frage konfrontiert, ist er jetzt ein Pokémon oder ist er ein Mensch? Also, das klingt so ein bisschen wie Tarzan. Oder Tarzan, ja? Dschungelbuch. Es könnte ein bisschen Tarzan sein. Und eines Tages trifft er natürlich, wie sollte es anders sein, auf Ash und Pikachu. Und das wird so seine erste Freundschaft mit einem Menschen. Und naja, dann geht's halt viel um die Bindung zwischen, was ja auch immer einfach cool und spannend ist, zwischen Mensch und Pokémon. Und natürlich auch, wie in vielen guten Ghibli-Filmen, Mensch und Natur. Exakt. Ich glaube, ich werde mir den reinziehen. Ich bin ja wirklich nicht so drin im Pokémon und so, aber das kann schon ganz spaßig sein, glaube ich. Aber denk dran, dann musst du auch Merch kaufen und so, ne, und spielen. Mit Stickern dealen. Noch mehr Merch. Aber auf jeden Fall cool für alle Pokémon-Fans. Den könnt ihr euch dann reinziehen ab morgen auf Netflix. Was selbst für Wrestling-Fans nicht empfehlenswert ist, ist Escape the Undertaker. Ebenfalls auf Netflix ist ein, ja, wie nennen sie es denn? Ein interaktiver Film, wie es ja auch schon den gab zu Minecraft und Bear Grylls. Bear Grylls habe ich gefeiert, aber das muss ich sagen, das habe ich geguckt, weil ich bin großer Bear Grylls-Fan. Und Black Mirror, auch wie dieses Entscheide-Du? Genau. Ja, Bandersnatch, genau. Und zwar geht es hier darum, der Undertaker, der inzwischen nicht mehr aktiv ist, der war ja 30 Jahre lang so ein Mysterium und hat überall, wo er war, tatsächlich dieses Mysterium auch so aufrecht erhalten. Und jetzt vor kurzem, nachdem er die Karriere beendet hat, war er halt in jeglichen Interviews. Jetzt kommt trotzdem in Character eben so ein interaktiver Film raus. In dem New Day, das sind die drei Dudes, die man hier sieht, in sein Zuhause eintreten. Und sie wollen eigentlich so eine Urne haben, die drei. Und irgendwie musst du denen dabei helfen. Das ist so ein bisschen wie so ein Escape-Game, müsst ihr euch das vorstellen. Viel mehr kann man gar nicht zu der Handlung sagen. Das ist es eigentlich. Man hat die drei Dudes, man kann dann entscheiden, ob man mit wem man da so mitgehen will. Hast du einmal geguckt oder zweimal, dreimal? Ich habe ein paar Wege ausprobiert. Dabei haben wir aber schon das größte Problem, dass, wie auch bei Bandersnatch, wo es ja sogar innerhalb der Handlung noch Sinn ergeben hat, dass du immer wieder zurückgeworfen wirst. Das heißt, wenn du dann wirklich ich sag mal nicht gestorben bist, aber wo Game Over ist, wirst du wieder zurückgeworfen und musst dich zwangsweise für den anderen Weg entscheiden. Und da sehe ich ein großes Problem an diesen interaktiven Filmen. Das, was Spiele wie Walking Dead oder andere Telltale-Sachen oder auch Life is Strange und so schon nicht besonders gut schaffen oder gerade so dann halt gut schaffen, das kriegen für mich so interaktive Filme nie hin. Weil du immer wieder zurückgeworfen wirst und auch dann das machen musst, um das richtige Ende zu sehen. Sonst endet ja einfach die Handlung so mit, okay, Undertaker hatte ich jetzt gekriegt und das war's. Das funktioniert für mich nie. Also ich finde, selbst Spiele kommen da an ihre Grenzen und so bei interaktiven Filmen, dann präsentiere mir die Story so, wenn ich sowieso immer wieder zurückgehen muss. Ja, man müsste einen Film dieser Art, also ich fand Bandersnatch als fast schon Spiel eigentlich ganz unterhaltsam und fand auch den Film und so wie er zum Thema Black Mirror einfach passte, fand ich, ich fand es noch ganz passend, fand es auch ganz nett und sehr kurzweilig. Aber ich glaube, um so einen Film mal so zu machen, dass es am Ende auch filmisch Sinn ergibt, da müsste man ja noch viel, viel mehr drehen. Man müsste ja mehrere ganze Spielfilme eigentlich drehen, um dann zu sagen, so selbst, also quasi, es gibt kein Game Over in dem Sinne, sondern es sind einfach ganze Filme, die wir dann sehen, wo wir dann Einfluss auf die Handlung haben. Aber das wäre ja ein Riesenaufwand. Ja, aber dann macht es doch. Wenn ihr das schon vorhabt, dann macht das so. Oder weil sonst aber die haben doch so viele Versionen von Drehbüchern. Ja, oder zumindest in Kurzfilm-Varianten, dass man sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie 10, 20 Minuten. Ey, ich sag's wie es ist. Ich bin ja großer Wrestling-Fan und ich habe mich sehr viel mit dem Undertaker beschäftigt. Und ich kann dem auch viel verzeihen, was so Inszenierung angeht. Aber das hier wirkt schon sehr, sehr billig. Es wirkt auf YouTube-Level. Die Beleuchtung und sowas, das würden wir bei Rocket Beans hinkriegen, ohne Scheiß. und dann auch so, keine Ahnung, dann zeigen die mir diesen Wohnort des Undertakers. Und dann ist das so ein mega langweiliges Haus, wo eine Bibliothek drin ist, die ganz normal aussieht, wo so ein Ziehenkopf an der Wand ist. Und dann sagt der eine von New Day, das ist ja so irre. Und ich denke mir, nee, jeder Redneck in Amerika wohnt halt so mit irgendeinem Tierkopf an der Wand. Also das ist wirklich alles ein bisschen mau. Und ich bin mir schon bewusst, dass ich nicht die Zielgruppe bin, sondern dass die WWE generell, also die Liga,
schon sehr auf Kinder orientiert ist, weswegen ich zum Beispiel gerade eine Konkurrenzliga gucke, die AEW, die halt sehr viel erwachsener ist. Das hier ist völliger Quatsch und würde ich schon gar nicht irgendwem empfehlen, der nichts mit Wrestling am Hut hat. Wie ging's dir denn dabei? Ja, geh ich mit. Also ich habe jetzt, Undertaker kenne ich natürlich auch aus meiner Kindheit, aber ich konnte damit jetzt auch nicht. Also ich fand es auch wirklich billig einfach. Ne? Oder? Also das ist so schade. Ich habe mir ein bisschen... Oder mach du doch das jetzt. Sandro-Taker und dann ab geht's. Es sieht ein bisschen so aus, wie diesen Film finden die Leute gut oder die jungen Leute gut, die auch Space Jam 2 gut fanden. So sieht das so ein bisschen aus. Ich glaube, die Zielgruppe ist es exakt. Aber ich will meine... Kurz gesagt, ich will meine Zeit eigentlich zurück. Und wir haben vielleicht auch schon viel zu viel Zeit dafür verschwendet. Moving on. Genau. Wir haben noch genug vor uns. Wir können mal gucken, was noch so alles am Start ist in den Streaming-Tipps. Und da haben wir zum Beispiel Eyes Wide Shut. Habt ihr den noch gut in Erinnerung? Oh ja. Ich war 2019, glaube ich, war das, in London bei der Kubrick-Design-Ausstellung. Da war auch ganz viel Stuff von Eyes Wide Shut und Original-Props und so. Das ich habe nie verstanden, also der wird immer so als schlechtester oder mitschlechtester Film von Kubrick so angegeben, weil das war ja auch irgendwie der letzte, ne, 1999, der letzte vollendete Film von ihm, der kurz nach dem Filmschnitt dann auch starb von diesem Film. Und ich habe den vor Ewigkeiten gesehen und dann gestern jetzt nochmal. Und ich fand den sau faszinierend. Der geht zwar 2,5 Stunden, aber ich war so drin. Da muss man ein bisschen erwachsener werden, für mich das Gefühl. Das ist es vielleicht. Ich habe ihn bestimmt mit 12 gesehen und dann ist der halt nix. Wollte ich gerade sagen. Also es ist bei mir, also er gehört mit zu meinen, ich würde bestimmt sagen, Top 50 Film aller Zeiten. Wirklich? Also ich liebe den absolut. Und es ist jetzt schon wieder relativ lange her, dass ich den gesehen habe. Aber ich sehe das Bild und habe sofort dieses Piano-Motiv im Kopf und diese Bilder, wie Tom Cruise da einfach verfolgt. Also was der bei mir für Paranoia ausgelöst hat, dieser Film. Weil ich finde diesen ganzen Erotik-Part gar nicht so faszinierend, sondern viel faszinierend diese Paranoia, die der Film nach und nach schürt. Mhm. Durch die ganze Inszenierung, vor allen Dingen durch die Musik. Und hochästhetisch gefilmt, auch die berühmten Orgien-Szenen und alles. Also aber auch so, es gibt eine Szene, wo die zum Beispiel beide kiffen im Bett und danach gibt es so ein Gespräch, so ein längeres über auch so Geschlechterrollen und so. Und das fand ich jetzt auch in Anbetracht dessen, dass der 99 rauskam und jetzt ja schon mal ein bisschen Zeit vergangen ist, fand ich das total faszinierend, wie der das alles verarbeitet hat. Es waren wohl auch sehr lange und intensive Dreharbeiten damals. Das glaube ich. Da mit Sky Dumont dabei. Mit Sky Dumont, der dann tatsächlich Nicole Kidman da angeräbt. und das war auch die Zeit, in der Tom Cruise und Nicole Kidman ja auch zusammen oder verheiratet oder whatever waren. Wurde ja auch alles in London gedreht, war das? Das war der Teil schon, ne? Ja, genau. Ja. Selbst die Szenen, die halt in Manhattan stattfinden, weil sie ja so ein schnödeliges Paar in Manhattan spielen. Funny Story dazu, ein guter Freund von mir, Künstler, der hat in so einem Album, von so einem Album von einem Produzenten in New York gearbeitet und, also das Cover, und dann klingelt auf einmal das Telefon. Der Produzent geht ran, bla 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 bla, redete mit wem am Telefon und dann sagte so, ja, hier, ja, red mal mit dem Kumpel hier. Kriegt mein Kumpel, hat das Telefon, ist dann so dran, redet die ganze Zeit, weiß aber nicht, wer dran ist, die ganze Zeit. Und dann redet so, weil ging halt um Graffiti und New York aussehen lassen wie Dings. Und dann legt er so auf und hat tschüss gesagt, Gespräch zu Ende. Mit wem habe ich denn gerade telefoniert? Und er so, ja, mit Stanley Kubrick. Nein! Doch, doch. What? Ja, doch, doch. Wie geil ist das denn? Richtig crazy story. Wahrscheinlich tat es gut, dass er nicht wusste, wer dran ist fürs Gespräch. Ja, so, dann hat er ein cooles Gespräch einfach gerade mit ihm. Das hat es gut in Erinnerung. Shoutout an Maxi Funk an dieser Stelle. Hatte ich im Interview, da erzählt er die ganze Story und hat auch noch weitere super große Stories. Das ist mal echt reingucken. Geil. Das ist echt geil. Ja, ihr solltet auf jeden Fall auch, falls ihr den Film noch nicht kennt, den mal gucken. Der ist schon sehr, sehr gut und sehr faszinierend. Und auch wenn der für den einen oder anderen vielleicht seine Längen hat, ich war da komplett fasziniert. Ich wollte eigentlich nebenbei mich vorbereiten auf die Sendung und hab dann aber bin total hängen geblieben. Ja, ist der nächste ein Tipp oder ist das nur, wird das nur gesagt? Ja, der nächste ist hier dabei. Ich habe den nicht gesehen. Die fantastische Reise des Dr. Doolittle. Da kann Antje vermutlich was zu sagen. Ja, was soll ich da groß zu sagen? Der war damals nicht umsonst in der Kritik. Ich fand den jetzt nicht so. Also wenn die meisten Kritiker dem einen Stern gegeben haben, hätte ich ihm jetzt 3 oder 4 gegeben. Also ich fand, es war jetzt nicht die totale Katastrophe. Aber wo ich eben gerade noch hochästhetisch gefilmt zu Eyes Wide Shut gesagt habe, ist das bei Fantastische Reise des Dr. Doolittle halt das genaue Gegenteil. Beim Undertaker wieder, ja? Ja, genau. Vor allen Dingen halt dieses typische, man sieht genau, dass da nie jemand irgendwie mit irgendeinem Tier interagiert hat. Story muss ich aber tatsächlich sagen, es war mal wieder so ein bisschen Abenteuer-Flair. Da bin ich ja immer recht für empfänglich, weil es das kaum noch auf der großen Leinwand gibt. Aber Jungle Cruise oder Dr. Doolittle? Auf jeden Fall Jungle Cruise, auf jeden Fall. Und den muss man sich auch wirklich nicht angucken. Ich wollte nur einmal kurz sagen, ich fand, es war jetzt nicht die
Vollkatastrophe, sondern für nur Kinder eine halbe. Geht's, glaub ich, für Kinder geht es, glaube ich, ganz gut. Sprechende Tiere, why not? Hat ein paar ganz schöne Aufnahmen, wenn es mal nicht um die CGI-Tiere geht. Und ich muss auch sagen, ich fand Robert Downey Jr. ganz okay, weil ich den Eindruck hatte, der weiß nicht, was für ein Film er mitspielt. aber er hat das doch produziert mit seiner Frau zusammen. Ja, aber das muss ja nie so was krass heißen. Also ich mein, und dann spielst du mit und du weißt. Ja, guck dir Vin Diesel an. Also der produziert ja auch viel mit, okay, und sitzt da und hat keinen Bock auf irgendwas. Ja, aber ich hatte so das Gefühl, er weiß auch, dass der Film jetzt nicht so geil ist. Und er passt irgendwie von seiner ganzen Attitüde ganz gut rein, macht das immer mit so einem, ich meine, ist halt Robert Downey Jr., hat halt einen gewissen Charme. So. Ja, muss man aber trotzdem auf gar keinen Fall gesehen haben. Nur wie gesagt, anstatt der absoluten Vollkatastrophe ist es für mich so eine halbe Katastrophe. Mhm. Aber das ist kein Qualitätsmerkmal. Okay. Dann, next up, seit gestern gibt es ja anscheinend Black Widow. Ja. Auf Disney Plus. Ich fand ihn ja eigentlich ganz okay, aber ich fand trotzdem Shang-Chi um Welten besser. Black Widow war ein bisschen bland. Ja, der hatte einfach, finde ich, keine Fallhöhe. Der kam halt zu einem völlig falschen Zeitpunkt, den hätten sie gar nicht mehr bringen müssen. Ja, mein Problem war da halt auch irgendwie, und das wird dem Film nicht gerecht vielleicht, aber die Geschichte von Black Widow war für mich schon abgeschlossen. Ja, absolut, weil wir sehen ja Ende und so, und wir haben sie jetzt schon über viele Jahre immer mal wieder gesehen. Sie war bei den ganzen Captain Americas dabei und so, und sie war immer cool. Aber wenn der Film jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 5 Jahre vorher gekommen wäre, wär's besser gewesen. Warum hat man keinen Film einfach, keine Origin-Story dann zu ihrer Schwester gemacht? Der Film ist eine halbe Origin-Story von ihrer Schwester. Und man muss ich jetzt überleiten können, ne? um es quasi wieder einzuführen. Und ich kann es halt einfach nicht mehr sehen, wenn in einem Finale von einem Marvel-Film irgendwas irgendwo runterfällt oder einstürzt. Also das ist halt mittlerweile einfach... Ja. Nein. Fand ich auch. Ich fand ihn besser als Shang-Chi tatsächlich, aber naja. Du fandst ihn besser? Ja, Shang-Chi hat mir nichts gegeben. Ich finde auch komisch, dass er so gut wegkommt, weil... Echt? Ich mochte den sehr. Ja. Okay. Okay. Okay, dann bin ich alleine mit dieser Meinung. Ciao. What If wenigstens? What If habe ich nur so 3-4 Folgen gesehen. Okay, und naja, seit Star Wars Visions finde ich What If schwierig, um ehrlich zu sein. Ja, das stimmt. Also, wenn du da What If zu stehen hast, dann kannst du dir schon mehr austoben als das, was sie da machen bei Marvel. Mhm. Aber dazu vielleicht an anderer Stelle nochmal mehr. Ja, jetzt wieso Fußball. Hat das eigentlich, das interessiert mich so irgendwie immer, warum hat das neulich getrendet? War das einfach, weil es die letzte Folge gab? Gab es da irgendeine Kontroverse? Gestern war die letzte Folge. Genau. Okay. Ach so. Naja, weil sie ja wöchentlich einen Release haben, ne? Anders als jetzt Star Wars Visions, okay. Kommt das ja wöchentlich und dann kommt es immer mal wieder in die Trends. Okay. Und ich glaube, diesmal gab es irgendwie was auch mit Endgame zu tun hat oder so. Okay. Auf jeden Fall. Diesmal hat es, also ich hab's gestern noch geguckt auch. Fällt mir gerade ein dazu. Und es hat's ganz gut umfasst und war dann am Ende doch gut. Okay. Mir fällt es schwer, eine Überleitung zu finden, aber lass uns einfach über diesen Film hier reden. Und zwar Das Wunder von Bern, den ich hier auf DVD habe seit vielen, vielen Jahren. Den liebe ich. Ich sag's, wie es ist. Ich weiß nicht, wie ihr über Das Wunder von Bern denkt. Den gibt's jetzt dann ab 8.10. auf Disney Plus. Ich war Fußballfan, bin jetzt nur noch Fan von Borussia Dortmund. Ist eine komische Aussage, aber wenn man genau darüber nachdenkt, versteht man's. So gut käme ich nicht aus. Nee, also natürlich, das ist die Geschichte von dem WM-Finale 1954 in Bern, als die WM in der Schweiz stattfand, und es ist meiner Meinung nach einer der besten deutschen Filme, in dem es nicht nur über das eigentliche Finale geht, sondern über eine Geschichte eines heimgekehrten Kriegsgefangenen, der seinem Sohn immer näher kommt über den Fußball halt. Also er ist anfangs halt echt ein totales Arschloch so, und ich fand es auch damals, ich muss zugeben, ich habe den jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen, aber ich fand den richtig gut geschauspielert, und zwar nicht so, wie wir es vorhin gesagt haben, von wegen, die lesen da nur irgendwelche Drehbücher ab, die sie auswendig gelernt haben, sondern das ist ein gutes, dieser Film gibt dir ein gutes Gefühl, wie es halt damals war in der Nachkriegsära und was das auch für die Leute bedeutet hat und was Fußball bedeuten kann, wenn du eine längere schlechte Zeit hattest und diese ganze Euphorie, die dann in Deutschland dann halt 54 abging, so ein bisschen mitnimmst. Und mich hat der Film damals echt beflügelt und ich werde mir den demnächst auf jeden Fall auch nochmal angucken. Mhm. Und kann den euch empfehlen. Hast du den mal gesehen? Ich habe den nie gesehen. Mich schreckt an dem Film tatsächlich so ein bisschen ab, und ich finde, das erkennt man schon so ein bisschen am Cover, dass der halt so aussieht wie so ein typisch deutscher Historienfilm. Einfach mal Sepia-Farben draufgeklatscht, Weichzeichner hochgefahren. Kann ich nicht verneinen, aber gut, der ist doch von 2005 oder so. Aber immerhin spielt er ja wirklich in der Vergangenheit. Ich wollte gerade sagen, Sepia-Farben und rote Schrift, das gab's schon vor Til Schweiger. Also, ganz leicht. Übrigens, der neue Trailer draußen ist. Sollten wir uns einfach mal angucken. Okay, vielleicht ja bei einem Tease Me mal. Tease Me Til Schweiger Edition. Oh, das wird großartig. Aber noch ein weiterer deutscher Film, der auch am 8.10. auf Disney Plus startet, ist Herr Lehmann. Habt ihr Verbindungen zu Herr Lehmann?
Schon lange her, dass ich ihn geguckt habe, muss ich sagen. Ich kann mich dunkel erinnern. Ich habe das Gefühl, ich verwechsel den gerade mit irgendeinem anderen Film die ganze Zeit im Kopf, aber. Ich habe den als Vorbereitung geguckt auf Magical Mystery damals, der ja ein Sequel zu Herr Lehmann ist. Ich weiß aber bei beiden nicht mehr, worum es geht, ehrlich gesagt. Ich finde, also ich weiß. Wendezeit, ne? Wendezeit oder Vorwendezeit? Ja. Christian Ulmen und Detlef Buck. Ja. Ich finde den halt, ich fand den damals echt gut. Kann ich aber die Handlung jetzt auch nicht mehr zusammenfassen. Würde aber vorsichtig eine Empfehlung aussprechen anhand dessen, dass ich den sehr gut in Erinnerung habe. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn auch nicht negativ in Erinnerung. Das reicht ja manchmal schon. Ja. Ja, damit, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, würde ich einfach direkt weitermachen mit den Mediathekentipps. Da haben wir nämlich auch noch das ein oder andere. Ein Film, der mich sehr interessiert, den ich noch nicht gesehen habe, ist Freies Land. Denn Herr Schröckert meinte, dass der so ein bisschen ist wie La Isla Minima. Und der ist nicht nur so ein bisschen so, es ist ein Remake. Ach, es ist sogar ein deutsches Remake. Aber halt zu 100% adaptiert ins Deutschland. So, also es ist wirklich, und von da trotzdem, man merkt total, dass es ein Remake ist. Aber es ist genauso, wie ein Remake sein sollte, meiner Ansicht nach. Ist das im Ruhrpott oder wo? Oh, ich weiß es nicht mehr. Weil ich finde es echt interessant, weil der Film, der hatte ja, das ist ein spanischer, ne? La Isla Minima. Spanisch, ja. Und der hat so eine Sogwirkung, die auch ein True Detective damals hatte, die erste Staffel. Ne? Ist auch so ein bisschen vergleichbar. Und Freies Land, du hast gerade auch schon einen Daumen nach oben gegeben, du mochtest den auch. Ich habe den sehr gemocht, ja. Mir hat der wirklich gut gefallen. Also ich bin ja empfänglich für so ein bisschen Krimi-Stuff. Und das war genau up my alley. Von unserem guten Freund Christian Albert, den ich auch schon ein paar Mal saß. Ich habe ihn bisher leider immer nur so in Ausschnitten geguckt. Muss jetzt auch endlich mal anfangen, den wirklich am Stück zu gucken. Ich weiß auch spontan überhaupt nicht, wo der verortet ist. Kannst du mir das einmal noch In welche Richtung meinst du? Also ab Zeit und Ort. Achso, ja. Achso, ich glaube, war es Ende der 70er? Ich glaube, Ende 70er oder Ende der 60er. Also irgendwas am Ende von einer Dekade in dieser Richtung. Der Ort weiß ich auch nicht mehr genau. Ich hätte jetzt fast Sachsen gesagt, aber ich glaube nicht. Aber ist ja, glaube ich, auch gar nicht so relevant. Ja. Es steht wieder ein Mordfall. Genau, es ist aber ländlich. Also es ist auf jeden Fall in einer ländlichen Gegend. Und, und aber genau es ist ja cool. Sorry. Und genau wie La Isla Minima geht es eben nicht nur um den Mordfall, sondern um das Ergründen dessen, wo dieser Mordfall stattfindet und Einordnung in die Zeit und alles. Also. Und das finde ich spannend, dass es halt nicht nur so ein Remake ist, weil dann wäre ja die Frage, okay, welchen Grund hat er denn, diesen Film zu remaken? Klar. Aber wenn du sagst, dass es dann auch irgendwie auf Deutschland übertragen wird und so, dann finde ich es wirklich sehr, sehr spannend. Ist auf jeden Fall in der ZDF-Mediathek, genauso wie das Schweigende Klassenzimmer, den ich auch noch nicht gesehen habe. Ist ja Lehrer-Content, aber Ich habe gelesen, aber ich habe nur gelesen. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, worum es ging. Und es hat mich überhaupt total abgeturnt und ich wollte dann nicht. Du mal gesehen? Ich habe ihn gesehen. Ich würde einfach sagen, basiert ja auf einem wahrscheinlich auch in Schulen sehr viel gelesenen Roman. Und ja, ich sag mal so, wäre ich jetzt in der Zeit, in der ich das Buch lesen müsste, würde ich mir den Film angucken. Ist eine wirklich gut gemachte Produktion, kam auch damals wirklich gut weg bei der Presse. Ist jetzt aber auch nichts, wo ich sage, das gucke ich mir noch mal an. Einfach, weil warum soll ich mir das noch mal angucken? Aber wer Interesse an dem Stoff hat, der ist gut übertragen aufs Medium Film. Und deshalb kann man sich den echt mal geben, wenn man an der Geschichte interessiert ist. Ich finde es immer ein bisschen problematisch mit so Lehrer-Content, wenn ich das dann immer, wenn ich das sehe in Filmen, auch wie dann LehrerInnen dargestellt werden, ist das schon immer ein bisschen klischeehaft, meinst du, oder? Ja, zu sehr klischeehaft. Ich habe jetzt einen Freund von mir, der hat den krass Klassenfahrtfilm gerade gemacht. Und da gibt es ja auch die Lehrerrollen. Und da dachte ich mir so, nee, das so ist das nicht. Was sagst du zu Fuck You Goethe? Bitte? Was sagst du zu Fuck You Goethe? Ja, absolut nicht. Das Lustige ist, das verstehe ich alles. So ist das auch ein bisschen, ne? Also ich meine, es ist natürlich sehr, sehr stark überzeichnet. Wollte ich gerade sagen eben. Aber, also ich bin halt selber in einer Brennpunktschule aufgewachsen, hätte ich fast gesagt. Also bin selbst auf eine Brennpunktschule gegangen. Und ich hatte zumindest nur den ersten Teil, auf den ersten Teil bezogen, reden wir nicht über die Nachfolger. Ja, aber ich hatte das Gefühl, Bora Daktekin hatte jemanden dabei, der sich im Milieu insgesamt schon auskennt. Also die Art und Weise, wie da die Leute gesprochen haben, trotzdem natürlich absolut überzeichnet. Also. Das stimmt schon. Also ich finde, die Überzeichnung ist halt ein bisschen problematisch. Ja. Und du hast halt natürlich auch, die Lehrer sind dann auch halt super klischeehaft. Ja, klar. Und das ist halt so, ich finde es zu stark. Man hätte es trotzdem cool machen können, so. Ohne dass es halt irgendwie großartig problematisch wird. Weil, wie gesagt, ich hatte ein kleiner Funfact hier, nämlich ein ehemaliger Schüler von mir, der hat gerade hier Ein nasser Hund, ist der Hauptdarsteller. Ach, witzig. Haben wir auch, habt ihr, glaube ich, drüber gesprochen vor 2, 3 Wochen irgendwie. Ja, ich war da nicht mit dabei. Mit dem, wo er heimlich ein Jude ist halt und dann, ne?
Aber man muss ja sagen, das war für mich auch immer so, glaube ich, mit das Geheimrezept von Fuck You Goethe, dass er halt so gut ankam. Weil auch wenn er überzeichnet war, er hat so blöd, dass immer klingt, die Sprache der Jugend gesprochen. Das kriegen ja bei weitem aber nicht alle hin. Das ist ja auch vollkommen okay. Finde ich das mit der, sprachlich fand ich es vollkommen okay. Mhm. Ich fand eher die Motive oder wie der Unterricht dann stattfindet. Natürlich. Das ist halt natürlich problematisch. Wir haben den coolen Lehrer, der sich selbst nicht für den Stoff interessiert. Wir haben die Überkorrekte, die mit den Leuten oder mit den Kleinen lieber malen will und so weiter. Aber hast du mal Jonas gesehen mit Christian Ulmen? Weiß ich nicht, glaube nicht. Weil da geht er, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein kompletter Spiefen oder so halbdokumentarisch ist, aber da geht Christian Ulm schlüpft in die Rolle eines Mannes, der wieder zurück auf der Schul- oder der die Schulbank nochmal drückt. Mhm. Und ich meine, es ist so halbdokumentarisch, dass es an einer echten Schule ist. Mhm. Also den, der ist sehr zurückhaltend und sehr, da habe ich das Gefühl, der bildet wirklich ab, wie es ist. Der ist von 2012 oder 13, schau dir den mal an, vielleicht gefällt er dir ja. Ja, wie gesagt, was du sagtest, ne, mit diesem Überzeichnetsein, also ich finde, das ist ja auch alles okay, aber auch zum Beispiel, man kann sich ja für den Stoff, sag ich mal, man kann ja auch Stoff machen, für den man sich interessiert. Ja, ne? Man muss ja nicht immer das machen. Das fand ich, solche Sachen sind halt problematisch. Ja. Ne? Wie gesagt, ich habe am Montag gerade The Green Knight unterrichtet. Und das ist halt so. Cool. Das ist abgefahren. Das wäre für mich auch noch mal ein Grund, irgendwie Lehrerin zu werden, weil ich einfach Filme zu allen möglichen Themen zeigen würde. Das heißt aber, ihr behandelt auch dann dieses Ursprungsgedicht, oder was? Ne, das ist das Ausschlaggebende, was wir behandeln gerade. Wir lesen das und wir gucken das gerade in Etappen. Wir sind jetzt mit dem dritten Teil fertig vom Gedicht und gucken dann immer etappenweise Teile vom Film. Okay, hattest du erst den Film gesehen oder stand erst die Idee, ich muss da noch drüber reden? War das Zufall, dass der Film jetzt gerade kam, das wo war, das Thema das hat im natürlich, Lehrplan steht? Das hat natürlich, weil im Lehrplan musst du natürlich was machen. Und das Thema gerade im Englisch-Leistungskurs ist gerade Aims and Ambitions. Ah. Für das erste Semester, also ist jetzt 12. Klasse Leistungskurs, Shoutout hier an dieser Stelle. Und da habe ich halt gedacht so, ey, passt super, weil das ist genau das, was der Film halt ausmacht. Und dann nehme ich das doch. Super cool, coole Idee, finde ich. Das mal zu thematisieren dann. Erinnerst du dich noch, was du in der Schule so für Filme gesehen hast, oder du? Kinder vom Bahnhof Zoo. Bei mir war und dann hatten wir natürlich immer so kurz vor den Ferien, haben wir irgendwie, aber random Unterhaltungsfilme, nicht irgendwas, was wirklich was gelehrt hat. Also Matrix war halt bei uns halt, ne, im Philosophieunterricht. Ah ja, klar. Ja, das ist ja geil. Das haben wir gemacht, so was auf jeden Fall. Gab's bei uns nicht. Und sonst aber auch nicht mehr so wirklich. Aber wie gesagt, ich arbeite, bei mir wissen alle, die gehen gerne meine Kurse, da gibt's viele Filme. Das wissen die SchülerInnen schon und so. Ich meine sogar, weil ich es gerade sehe, dass wir vor den Ferien die fabelhafte Welt der Amelie geschaut haben. Das ist ein Zufall. Das ist gut. Ich weiß nicht, vor den Ferien, wir haben einmal Truman Show geschaut. Und ich habe das, glaube ich, auch hier schon mal erzählt, dass ich mit meiner Englischlehrerin damals beim Thema Filmanalyse habe ich American Beauty geschaut, wo es dann viel darum ging, wie sind Kameraaufnahmen, was haben Farben zu tun. Und dann hat sie einfach mit uns sieben geguckt. So, wir waren noch gar nicht alle 16 so. Und da habe ich auch im Nachhinein nie verstanden, warum. Ich glaube, die wollte uns einfach nur sieben zeigen. Apropos, weil wir Titan davon hatten, ein Fanfilm, den ich mit meiner Klasse geguckt habe, aber da waren schon alle 18, war Raw. Alter, was? Der ja sogar ab 16 ist in Deutschland. Achso, ja, siehst du. Das, also, komischerweise. Hättest du gar nicht warten müssen. Ah, siehst du. Komischerweise. Aber hier, die fabelhafte Welt der Amelie können wir natürlich alle uneingeschränkt empfehlen, falls den irgendwer immer noch nicht gesehen haben sollte, in der ARD-Mediathek. Und geliefert hatten wir vor kurzem schon mal bei Kino Plus. Guckt da gerne noch mal in die Folge rein. Das war irgendwie auf Arte oder sowas. Jetzt ist das eben auch in der ARD-Mediathek mit Bjarne Mädel. Bin mir sicher, dass das ganz cool ist. Ja. Was wir außerdem noch haben, und so viel Zeit haben wir ja nicht mehr, aber wir machen das einfach trotzdem jetzt weiter, sind die News, und zwar folgende. Money, money, money. Das Kinopublikum ist zurück und der Rubel rollt. Wegen Streaming. Amerikas größte Filmcrew-Gewerkschaft kündigt Streik an. Nix mit Deutschland. HBO Max kommt hier frühestens 2025. Muss ich wirklich weinen. Ach, HBO Max. Das ist ein sehr, sehr komischer Deal. Lass uns doch vielleicht damit direkt mal anfangen. Und zwar hatten wir es vor kurzem auch schon bei Kino Plus, dass es natürlich nach Europa vermehrt kommt. Jetzt sind auch Preise und weitere Details bekannt. Und zwar in Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland und Spanien startet das jetzt am 26.10. schon. Portugal, Polen, Tschechien, Ungarn, Türkei, Holland und 8 weitere europäische Märkte kommen dann 2022. Deutschland ist nicht dabei. Deutschland ist nicht dabei, denn Deutschland
United Kingdom, also Großbritannien, genau. Italien und Frankreich haben einen Lizenzdeal mit Sky bis 2025. Das heißt, frühestens können wir hierzulande, und ich weiß nicht, warum die so einen Deal gemacht haben, Warner. Vor allen Dingen wann? Haben die den im Zuge von Corona gemacht? Ich habe gehört, das läuft doch schon ganz, ganz lange. Da haben sie viel, die haben ja viel HBO Max immer schon gehabt bei Sky, ne? Genau, also vorher war es ja HBO allgemein. Ne? Ich meine, das heißt viel HBO-Serien. Das ja, genau, ja, so viel HBO-Content. Und das wurde ja dann erst später dann halt, also beziehungsweise dann kam der HBO Max-Content wahrscheinlich dazu. Ist ja ähnlich wie mit dem Hulu-Content und Hulu-FX-Content, der halt jetzt auf Stars ist. Da ist ja auch nicht alles da. Ne? Naja, nicht nur Stars. Ne? Also auch gerade hier bei HBO Max, das wird verteilt in Deutschland. Nicht nur bei Sky, sondern auch Warner TV-Serie, TV Now, Prime Video und Starzplay. Das sind so 5 Channel, auf denen so HBO Max Produktionen verteilt werden. Und ich finde es halt wirklich furchtbar, dass wir das noch bis 2025 so haben werden. Ja, Licensing Deals sind schon. Und was mich halt so wundert ist, ja, sie haben diesen Exklusivdeal, aber der ist ja relativ kurz immer von den Zeitspannen. Also ich meine, wir haben jetzt schon die Möglichkeit, Filme wie In the Heights, wie Conjuring 3, ich meine, also Conjuring 3 kommt einfach nächste Woche auf DVD und Blu-ray raus und läuft halt auch schon seit ein paar Wochen bei iTunes. Also laufen im Sinne von, da kann man ihn herunterladen. Mhm. Genauso wie In the Heights, wie Judas and the Black Messiah, Wonder Woman und so weiter und so fort. Und da frage ich mich, was bringt denen denn diese kurze Zeitspanne, die das wirklich exklusiv das nur bei Sky... 45 Tage ist es, ne, oder sowas? Also oder? Nicht viel länger als... Also jetzt bei, ja, im Falle von HBO Max sind es 45 Tage nach dem Kinostart, sind die dann bei Streaming. Es ist natürlich so in Amerika, dass sogar Dune jetzt am 22.10. dort startet, zeitgleich auf HBO Max, so. Und aber nee, startet doch gar nicht auf HBO Max. Doch. Das haben sie doch rausgenommen, dachte ich. Nee, Dune ist drin. Ja. Bist du dir sicher? Ja. Das war ein Hinweis rausgenommen, weil das jetzt auch sogar, vor allem, weil er ja später startet in den USA als bei uns hier. Ja, das ist ja deren Vorteil. Dadurch hat er jetzt schon, wo wir auch gleich zukommen, 100 Millionen schon in Europa gemacht, unter anderem. Aber sie haben daran festgehalten. Es war ein Hin und Her, weil Villeneuve ja auch ständig sich gegengestellt hat, aber... Ja, ich dachte, das hätten sie schon mal gesprengt. Das ist nicht nee, das kommt 100 pro. Also ich habe auch... Ich verfolge jeden Shit bei Dune. Ja, alles gut, alles und zuletzt sehr viel Werbung dafür wieder gesehen. Aber und dann ist halt im Netz, ne? Aber die Nachrichtenlage bei Dune ist auch, die ging ja so im Laufe der Monate vor Start. Also ich kann das gut nachvollziehen, dass man da irgendwann den Überblick verliert. So ging es mir auch irgendwann. Ich meine, sie brauchen halt auch Argumente für HBO Max, denn natürlich ist das hierzulande, weil bei uns das alles anders verteilt ist, gibt es genug Argumente dafür, aber in Amerika ist es ja so, dass HBO und HBO Max im Juni 2021 bei 67,5 Millionen Abonnenten und Abonnentinnen war. Und das ist ja nichts im Vergleich zu einem Disney Plus, die nach einem Jahr schon bei über 100 Millionen waren. Deswegen verstehe ich schon, wenn da so Produzenten und so sagen, ja klar, wir brauchen halt auch sowas wie Dune auf unserer Plattform. Aber es muss natürlich gesagt werden, dass niemand Dune auf seinem Fernseher als erstes sehen sollte. Aber man, es ist halt so witzig, dass man da Disney Plus als Maßstab nimmt, weil Disney Plus einfach den großen Vorteil hat, dass Disney als Studio wahrscheinlich das einzige Studio ist, das eine eigene Marke ist. Mhm. Also wer denkt sich denn, oh, es kommt ein neuer Warner-Film raus, aber ein neuer Disney-Film ist immer noch ein geflügeltes Wort, so würde ich behaupten. Also das war zumindest bei meinen Eltern damals so, ja, ein neuer Disney-Film kommt raus, lass uns den gucken. Ja. Und wie gesagt, das hat ein Warner nicht, das hat ein Paramount nicht, die haben jetzt auch ihren Dienst draußen. Apple hat sich noch gar nicht etabliert im Streaming und Filmemarkt. Aber das finde ich gar nicht. Apple finde ich auch richtig gut, was sie an Content haben. Auf jeden Fall. Schon, aber die Zahlen sind richtig. Achso, genau, das meinst du, Entschuldigung. Das hat sich ja noch nicht durchgesetzt. Das hat sich ja noch nicht. Aber bei Disney finde ich es auch komisch, weil Disney hatte lange Zeit keinen exklusiven Content, der richtig herausgestochen hat. So. Und das aber da hat herausgestochen, dass man einfach ad hoc alle Zeichentrick- und Animationsfilme hatte. Und wenn ich noch überlege, früher, das war in meiner Schulzeit war der Marktwert von einer Person plötzlich hier, wenn die eine Sammlung an Disney-Videos zu Hause hatte. Das stimmt, also, aber ich meine, mit DVDs, irgendwer hatte bestimmt die tolle Disney-Collection. Ja, natürlich, die habe ich zu Hause. Ja, siehst du, also. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit, wie ich finde, weil das wird sich auch anhand von Dune und weiteren Filmen zeigen, ob das ganze Konzept irgendwie aufgeht und gerade auch, wie sie es dann hier in Europa machen, außer in Deutschland. und deswegen, ey, ich bin so gespannt, wo das hingeht. Was wir aber sehen, und das ist eine sehr schöne Meldung, wie ich finde, ist, dass Leute trotz Streaming mega Bock auf Kino haben. Die und Kinos sind so voll. Genau, dass beides koexistieren kann. Wir haben es schon ein paar Mal thematisiert, auch jetzt bei Kino Plus, dass so ein Dune echt auch in Hamburg oder in Berlin oder so immer ausverkauft ist. Gerade wenn du OV-Vorstellungen willst, gerade wenn du abends gehen willst, so, dann ist das immer sehr voll. Wie gesagt, die sind jetzt bei 104 Millionen Dollar.
Ich war im IMAX an einem Mittwoch um 14 Uhr bei Dune, war voll. Siehst du? Und das ist ja auch geil. Und genau das Gleiche zeichnet sich ab bei, wir sehen es auf dem Bild, bei Bond, der heute erst in den USA startet und bei uns ja letzte Woche schon war. Und zwar hat er bei uns 1,17 Millionen KinobesucherInnen gehabt. Ja, ich war, also A, muss man das mal hochrechnen darauf, was denn wäre, wenn die Kinoauslastung bei 100% wäre. Ja, voll. Und vor allen Dingen, ich war am letzte Woche Donnerstag um 12.30 Uhr in der Astor Film Lounge bei uns zu einer Pressevorführung. Das Kino war voll und ich dachte, ich habe noch gefragt, was ist denn sonst für eine Veranstaltung? Und hat man mir gesagt, nee, ist einfach nur eine Bond-Vorstellung. Krass, das also 12.30 Uhr an einem Donnerstag. Das ist ja die Sache, ne? Dann fallen das, beste Zeit. Das ist bei uns vor allem in Deutschland der beste Kinostart seit Star Wars 9. Was jetzt auch schon wieder ein Weilchen her ist. Krass. Und da muss man sagen, ey, krass, wie viele Leute. Das in Corona-Zeit. Genau, wie viele Leute Bond dann tatsächlich noch anzieht. Oder an Leute aber zieht. Aber das waren jetzt Filme, wo man es sicher, wo man es ahnen konnte. Und dann kommt halt einfach Venom 2, der genauso gut, also nicht genauso gut performt, aber der auf für sein Level auf vergleichbarem Niveau einfach performt. Wer hat denn damit gerechnet? Der ist allein in Amerika mit 90 Millionen gestartet. Das sind jetzt schon fast die Zahlen, die halt eben Dune. Aber ich hab schon viele schlechte Kritiken gelesen. Jetzt habe ich eine richtig gute gehört. Und die hat mich so überzeugt, dass ich den Film jetzt doch gucken möchte. Ja, ich erwarte nicht viel von, aber es ist der beste, auch da wieder, ne? Der beste US-Kinostart in der Corona-Zeit. Wow. Für Venom 2, was bisher Black Widow war zuletzt. Und sogar stärker, also der ist stand jetzt sogar stärker als sein Vorgänger. Venom 1 hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie 80,3 und das macht Venom 2 hat 90. Und das checke ich auch nicht. Also die Leute müssen anscheinend wahnsinnig viel Bock auf Kino haben. Also ich meine, Venom war ja jetzt auch nicht unbedingt der Film, der jetzt von seiner guten Mundpropaganda gelebt hat. Ich fand den wirklich in Ordnung dafür, dass ich absolut nichts erwartet habe. Und der war so schön kurz vor allem. Aber wie gesagt, also das war jetzt kein Film, wo man gesagt hat, davon gelebt, der wurde im Nachhinein zu einem Kultfilm. Ist ja Quatsch. Hast du den zweiten ja schon gesehen, oder? Nee, habe ich noch nicht. Nächste Woche steht er bei uns an. Und da rechts sehen wir einen Film, für alle, die sich das wundern, ein chinesischer Film, der allen die Show stiehlt, und zwar The Battle of Lake Changjin. Das ist ein dreistündiger Film, der ein 200-Millionen- Budget hatte. Ist das The 800, wie hieß es? Nee, der war letztes Jahr. Ach, der war letztes Jahr. Der war letztes Jahr so erfolgreich. Der ist jetzt gerade der erfolgreichste Film. Laut Forbes hat der umgerechnet 237 Millionen Dollar gemacht, am Startwochenende. Boah. Und ich finde, das ist schwer zu vergleichen, weil die haben halt einfach irgendwie 1,4 Milliarden Leute nur im dort. Asiatischen Raum, ne? Hast du die Zahlen, die du gerade gesagt das hast? Nur das sind nur die chinesischen Zahlen sogar, ne? Also nur in China. Und innerhalb einer Woche hat er über 400 Millionen Dollar gemacht, umgerechnet. Das sind natürlich auch, muss man sagen, Werte, die, wo ich nicht weiß, ob man denen trauen darf. Ja, aber trotzdem, das ist ja der Grund, warum halt, sag ich mal, der chinesische oder beziehungsweise der asiatische Markt so verdammt wichtig ist für die ganzen Häuser. Und deswegen muss dahin auch gecatert werden. Und deswegen hat Shang-Chi wahrscheinlich auch, oder beziehungsweise hat man sich das erhofft halt, ne, dass mit so viel asiatischen SchauspielerInnen da halt. Und deshalb war Monster Hunter im Nachhinein noch ein Flop. Weil sie haben sie ja nach zwei, drei Tagen vom chinesischen Markt genommen. Ja, das ist ja auch Müll, der Film. Also, ja, das zu auch. Recht. Das auch, aber das war nicht eine. Irgendwie ist die Nachricht damals so ein bisschen untergegangen. Mhm. Dass Monster Hunter einfach nach, ich glaube, 48 Stunden vom chinesischen Markt genommen wurde, das weil krass. Man. Das ist so verrückt. Er ist jetzt schon der viert erfolgreichste Film weltweit. Dieser Battle Echt? Of. Nach Fast and Furious 9. Und zwei weiteren chinesischen Filme, Detective Chinatown 3 und Hi Mom. Ja. Also der chinesische Markt, ne, also der übertrifft auf jeden Fall alles. Die Leute haben Bock auf Kino. Ich bin froh, solange so ein Film wie Dune gemacht wird, dass Leute selbst in Venom 2 gehen. Soll mir recht sein. Ja. Und habt ihr von diesem Streik mitbekommen? Da müssen wir auch noch mal kurz drüber reden. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist eben der Ursprung im Streaming, dass halt für Autorinnen und Autoren, die Gegebenheiten oder das Geld, das sie kriegen bei Streamingdiensten, so wahnsinnig gering ist. Das ist richtig schäbig, weil du hast vorhin schon Apple TV Plus erwähnt, oder ihr beide. Wenn eine Plattform in den USA unter 20 Millionen Abonnenten hat, ist sie dazu berechtigt, sehr geringe Löhne auszuzahlen. Wo ich denke, was ist denn das für eine Kacke? Super Vertragsklausel. Und dazu zählt tatsächlich Apple TV Plus. Die haben nicht mal 20 Millionen regelmäßige Abonnenten und Abonnenten. Aber die Frage ist ja, ne? Wie rum läuft es auch? Also ich meine, klar hast du die Exclusive-Serien, aber der größte Teil wird ja eingekauft. Also dann ist ja wahrscheinlich alles schon geschrieben und der Film schon fertig produziert, so nach dem Motto, ne? Also dann sagen sie dann, okay, wir wollen dafür weniger jetzt, weil wir haben weniger. Zahlt man denen weniger oder was? Oder wie macht man das denn? Also, ich weiß es nicht. Ich bin vor allem gespannt, was aus der Geschichte wird, weil da geht es jetzt um die Filmcrew-Gewerkschaft aus
150.000 Mitgliedern, die mit 98% für den Streik gestimmt haben, und zwar gegen den Verband der Produktionsstudios. Und es gab eine 90%ige Wahlbeteiligung. Das heißt, jetzt wird auf jeden Fall irgendwann mal was passieren. Die müssen auf jeden Fall sich zusammensetzen und irgendwie neue... Hatten, oder wann? 2006 oder wann das war? Genau, das ist halt mega lange her. Und das ist das Hauptproblem, dass 2006 eben ja Streaming noch nicht so eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Und dass deswegen alles aktualisiert werden müsste. Und das war ja schon so verrückt. Ne? Ich meine, damals, erinnere mich noch, die Staffeln waren ja immer 20 plus Folgen lang. Und dann auf einmal waren sie nur noch 10, 12. Ja, und gerade die Streaming-Anbieter zahlen wohl so schlecht, dass da auf jeden Fall was passieren muss. Und ich bin sehr gespannt, ob sie ihre Ziele erreichen werden. Und zwar natürlich weniger Arbeitszeit, also dieses weniger Crunching und so. Einheitliche Mittagspausen, besseres Lohnniveau, all das wollen die erzwingen. Das ist ja verrückt, weil ich meine, alle Studios und alle Streamer, die suchen ja alle so krass nach Autoren und so. Ich krieg das ja mit, meine Freundin, die ist ja Autorin halt, und ist verrückt. Ja, ich finde, also, ich meine, es fängt ja auch schon da an, in Deutschland war es ja irgendwann so, dass beim Filmpreis die Drehbuchautoren und Autorinnen gar nicht mehr eingeladen wurden, wo ich denke, Alter, da fängt es auch an, ohne die funktioniert gar nichts. Ja, alles baut auf guten Geschichten. So. Also wirklich absolut absurd. Wir werden sicherlich nochmal irgendwann darüber reden, weil jetzt... Spätestens, wenn Netflix leer ist, ja, weil nichts mehr nachkommt, genau, spätestens dann. Wird das eines Tages überhaupt möglich sein? Ja. Aber dazu in Zukunft vielleicht mehr. Ich weiß nicht, ob wir noch ein bisschen Zeit kriegen oder ob wir das Thema, was wir eigentlich noch vorhatten, nochmal verschieben, lieber Alvin. 5 bis 10 Minuten? Ist das möglich? Nee, nicht wirklich. Okay, gut, dann müssen wir die Filmfestival-Themen verschieben. Nächste Woche haben wir leider kein Kino Plus. Aber die Woche darauf, und ich kann ja schon mal vorwegnehmen, dass wir da einen neuen Gast begrüßen dürfen, denn dann kommt Chrissy, a.k.a. Hello Chrissy, unter anderem die deutsche Stimme von Raya aus Raya und der letzte Drache zu uns. Da freue ich mich sehr drauf. Super cool. Immer mal wieder neue Gesichter, wie auch dich, Tom. Schön, dass du am Start warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Das war eine sehr schöne Runde. Du bist natürlich herzlich eingeladen, in Zukunft wieder mal vorbeizuschauen. Das freut mich. Ja, der Schröck hat ja auch gesagt, ich soll nochmal kommen. Ja, eben, wenn also, ne, dann könnt ihr auch mal in einer Sendung sein. Das ging ja diesmal nicht. Der darf eine wohlverdiente Pause sich mal nehmen und auf dem Sieges ein paar Filme sich reinziehen. Das darfst du nächste Woche auch, und deshalb fällt nächste Woche aus, weil nächste Woche sind einfach alle im Urlaub. Exakt, verzeiht es uns, aber wir werden bestimmt den einen oder anderen Upload haben, wie zum Beispiel dein Interview mit Julia Ducournau, das dann am Samstag erscheinen wird. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Danke, dass ich hier sein durfte, und ja, danke, dass ich das Interview machen durfte. Es hat auch mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, und ja, würde mich natürlich auch freuen, wenn noch der ein oder andere natürlich auch bei mir vorbeiguckt. Wo kann man dich nochmal finden? Instagram-Handle? @dropmacofficial und auf YouTube, youtube.com/dropmac, und da findet ihr, wie gesagt, Poster-Content und Interviews, Reviews, News und auch natürlich ein Movie-Quiz, was auf jeden Fall steil geht. Und der gute Daniel, der ist da nämlich auch eingeladen zu. Aber das Match hat noch nicht stattgefunden. Das ist so ein bisschen Wrestling-artig, oder beziehungsweise eher so Liga-Betrieb. Ach, geil. Wir sind jetzt 8 Leute, die auf jeden Fall, oder 8 oder 9 Leute, die jetzt fest drin sind. Und da wird da natürlich immer ein bisschen gezockt gegeneinander. Hier wirklich Spieltag, 1 gegen 1 mit Fragen und verschiedenen Runden. Und dann eine Tabelle am Ende mit Playoff-System und so weiter und so fort. Das ist mal eine coole Idee. Also, da wird es in Zukunft auf jeden Fall was geben. Schröck wird irgendwann mal vorbeischauen da. So ist es. Und dann könnt ihr das auch messen mit den Kolleginnen. Sich messen, genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen an euch da draußen. Ich hoffe, ihr habt genug Tipps bekommen und genug Kino-Content hier bei Kino Plus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Antje. Vielen Dank, Tom. Ciao. Ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.